Hörde hat in den letzten Jahren enorm von dem Städtebauförderprogramm profitiert und wir richten heute den Blick auf die Fachstraße. Im Sommer enden die Straßenbauarbeiten an der Fachstraße, die als zentrale Stadtstraße in den letzten Jahren stark ihr Gesicht verändert hat. Nicht nur als zentrale Verkehrsverbindung, sondern vor allem auch als wichtiges Bindeglied zwischen Zentrum und See. Hintergründe und Ausblicke werden wir für Sie heute gemeinsam mit den eingeladenen Expertinnen und Experten geben. Wir wollen dabei den Blick auch nach rechts und links wenden und auch in die Zukunft schauen. Wir werden einerseits schauen, wie sich das Stiftsquartier entwickeln wird. Wir werden schauen, wie die Nagelschmiedegasse auf neuem Weg in die Fußgängerzone führt. Und wir werden auch den Blick darauf werfen, wie der Stadteingang an der Stelle des alten Autohandels gestaltet wird. All dies sind die Themen für heute Abend. Und ich gebe das Wort jetzt nochmal weiter an meinen Kollegen Thomas Weiland, der Ihnen den Ablauf noch einmal genauer erläutern wird und unser Team vorstellen wird. Zum besseren Verständnis des Ablaufs. Wir haben uns gedacht, dass wir die neue Fassstraße anhand einer Animation vorstellen wollen. Diese Animation wird sozusagen vom Süden Richtung Norden gehen. Wir werden dann an einigen Stellen anhalten, werden dort parallel dann noch andere Präsentationen finden. Und wir werden aber vor allen Dingen die Erläuterungen von unseren Experten und Expertinnen bekommen im Verlauf sozusagen des Überflugs oder des Durchflugs durch die Animation in der Fassstraße. Die wird, wie gesagt, im Süden beginnen und wir fangen dort da mit dem neuen Stiftsquartier an, werden dann weiter in der Fassstraße Erläuterungen zur Fassstraßen- und zum Fassstraßenumbau insgesamt hören, werden auch Erläuterungen zu dem neuen Parkhaus, das werden viele von Ihnen noch nicht wissen, bekommen, werfen einen Blick in die Nagelschmiedegasse und werfen am Ende vor allen Dingen auch einen Blick auf den sogenannten neuen Stadteingang, also an der Stelle, wo früher der oder jetzt noch der Autohändler auch seine Autos verkauft. Ich darf meine Kollegen, die im Hintergrund mitarbeiten, noch vorstellen. Das ist die Gabi Schulten, die Sie jetzt auch im Bild noch sehen können. Die wird an zwei Stellen im Rahmen der Veranstaltung ihre Fragen gesammelt haben und dann auch einwerfen. Und ganz im Hintergrund arbeitet noch an der Technik unser Kollege Rolf Martin aus der Hörder Stadtteilagentur mit. Dann bist du wieder dran, Brigitte, die Expertinnen vorzustellen. Genau, also wir hatten uns überlegt, dass die Expertinnen und Experten sich selber einmal ganz kurz vorstellen. Und ich fange an mit Jutta Sankowski vom Amt für Stadterneuerung. Ja, danke Brigitte. Hallo in die Runde. Mein Name haben Sie schon gehört. Ich bin Stadtplanerin und Landschaftsarchitektin und arbeite im Amt für Stadterneuerung im Team Hörde. Das heißt, wir haben das gesamte Stadtumbaugebiet zwischen Phoenix West und Phoenix See im Auge. Und ich kümmere mich da speziell um bauliche Projekte, gerne im Bereich der auch der Landschaftsarchitektur. Und hier heute ist der Bereich Stadteingang sozusagen mein zu betreuendes Projekt. Ja, vielen Dank. Herr Hoffmann, machen Sie weiter. Ja, mein Name ist Horst Hoffmann. Guten Abend erstmal zusammen. Ich bin auch im Amt für Stadterneuerung im Team Hörde auch zuständig hier für Baumaßnahmen und koordiniere die Fassstraße und die Nagelschmiedegasse unter anderem. Gut, dann machen wir weiter mit Herrn Preckel. Herr Preckel darf noch nichts sagen. Dann starten wir mal mit Herrn Sagolla, mit dem ich auch gleich ins Gespräch treten werde. Herr Sagolla, bitte Ja, schön. gut. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Winfried Zagolla, ich bin Bereichsleiter Mobilitätsplanung im Stadtplanungs- und Bauordnungsamt und zuständig für die gesamtstädtische Verkehrsplanung, unter anderem eben auch für die Umgestaltung von Hauptverkehrsstraßen. Gut, vielen Dank, Herr Sagolla. Herr Preckel ist noch nicht eingeschaltet. Jetzt, Dann jetzt. doch jetzt. Wunderbar. Herr Preckel, wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend zu uns gestoßen sind und zu einem späteren Zeitpunkt auch zum Parkhaus und zum Stiftquartier etwas sagen wollen. Stellen Sie sich bitte auch kurz vor. Ja, mein Name ist Jörg Preckel, einer der Inhaber des Architekturbüro PEP in Münster und seit kurzem, seit einem Jahr auch in Hörde. Wir haben in Hörde in der schönen Altstadt ein Büro eröffnet
Und wir haben die große Aufgabe und Freude, das Stiftsquartier planen zu dürfen und auch zu bauen und eben auch das nicht ganz so schöne bisherige Parkhaus wieder schön zu machen. Ja, vielen Dank, Herr Preckel. Wir wollen jetzt starten. Darf ich nochmal sozusagen meine Ansage machen, weil jetzt nochmal eine Menge Leute dazugekommen sind, die vielleicht noch nicht mitgekriegt haben, dass wir vorab darüber informieren wollen, dass diese Veranstaltung aufgezeichnet wird und die Stadt Dortmund und die Stadtteilagentur beabsichtigen, das bei YouTube zu veröffentlichen. Und wenn Sie mit Ihrem Bild oder Ihrem Namen nicht erscheinen wollen in der Aufzeichnung aus Datenschutzgründen, dann würden wir Sie bitten, eben halt auch im Off zu bleiben, also ohne Bild und ohne Namen. Vielen Dank. Gut, vielen Dank nochmal für die Hinweise, Thomas Weiland. Herr Sagolla, wir beide starten jetzt mit einer Runde und ich würde Sie bitten, aus Ihrer Sicht als Mobilitätsplaner der Stadt Dortmund noch einmal die Ziele, die ursprünglichen Ziele, muss man ja schon sagen, weil die Planung für die Fachstraße ja schon weiter zurückliegt, zu benennen und auch noch mal etwas zur Geschichte dieser Planung zu berichten. Ja, will ich gerne tun. Die ursprünglichen Ziele sind aber, muss man gleich dazu sagen, auch die heutigen Ziele. Wir kommen gleich noch mal darauf. Es hat dann ja einen Verkehrsversuch gegeben, der auch noch mal einige Dinge dann des Entwurfes verändert hat. Aber die Ziele insgesamt, mit denen wir gestartet sind, gelten nach wie vor. Das war nämlich einmal, den Verkehrsraum zu einem wirklich städtischen Raum zu machen. Also wir hatten vor Umbau der Fassstraße, ja, ich sag's mal, ganz platt, wirklich eine Verkehrswüste. Das war ein Asphaltsee von Hauswand zu Hauswand, der nur für Kfz-Verkehr im Grunde geeignet war. Wir hatten sehr schmale Gehwege, wir hatten überhaupt kein Angebot für Fahrradfahrer, ganz wenig, ja auch nur Restgrün in der Straße, keine wirklichen Überschreitungsmöglichkeiten, also keine gesicherten Querungsmöglichkeiten. Also ein Raum, der sehr abweichend war und auch natürlich die beiden Seiten voneinander getrennt hat. Natürlich war zu der Zeit auch, als das Stahlwerk noch produzierte, sowieso an der östlichen Seite der Fassstraße im Grunde Schluss für den Normalbürger. Das war ja exterritoriales Gelände, was man gar nicht betreten konnte. Insofern gab es natürlich auch nicht so besonders viele Bedürfnisse, die Straße zu überqueren, wenngleich es auch die eine oder andere Nutzung ja noch auf der Seite auch gab. Aber es war ein sehr abweisender Raum und wir sind eben gestartet mit dem Anspruch, daraus eine wirkliche städtische Hauptverkehrsstraße allerdings auch noch zu machen. Also wir wollten nicht die Grundsatzfunktion der Straße für den Kfz-Verkehr ganz auf den Kopf stellen. Das heißt, die Verbindungsfunktion sollte sie weiterhin behalten, die sie vorher hatte. Aber wir waren natürlich angetreten, den Raum umzuverteilen, also möglichst viel Platz zu gewinnen für die andere Nutzung, also für Fußgänger, für Radfahrer vor allen Dingen, auch für Grün, Abbiegemöglichkeiten aus der Straße zu schaffen, ohne den Verkehr zu sehr zu beeinträchtigen den Verkehrsfluss. Ja, die Barrierewirkung sollte minimiert werden und die Straße sollte Aufenthaltsqualitäten bekommen, aber vor allen Dingen auch die Verzahnung dann ermöglichen zwischen dem Hörder Zentrum und der Seeseite und all dem, was jetzt im Hafenquartier entstanden ist. Ja, vielleicht erstmal vielen Dank für die kurze Einführung. Vielleicht sagen Sie an der Stelle auch noch einmal kurz etwas zu dem Verkehrsversuch und auch noch einmal zu der Einbettung der Umbauplanung für die Fassstraße an die zukünftigen Mobilitätserfordernisse. Ja, der Verkehrsversuch ist gemacht worden, weil wir mit dem Querschnitt hier ja ein Stückchen Neuland beschritten haben, sage ich jetzt mal. Also um mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer zu gewinnen und auch für Grün, insbesondere auch für Mittelinseln, haben wir die Vierstreifigkeit, die klassische Vierstreifigkeit aufgegeben, die Kfz-Fahrspuren zusammengeschoben zu einer überbreiten Fahrbahn.
Und das hat natürlich zu erheblichen Diskussionen geführt, ob das denn dann auch wohl funktioniert und ob wir dadurch nicht dann sozusagen den Dauerstau in der Fassstraße provozieren. Und aus diesen Gründen haben wir einen Verkehrsversuch gemacht, nochmal Vorherzählungen vorgenommen und dann das, was wir jetzt bauen, ein Stück weit vorweggenommen. Das ging nicht ganz eins zu eins, insbesondere was die Maße anging. Aber natürlich konnten wir auch das Großgrün noch nicht reinbringen und andere Dinge. Aber weitestgehend so die wichtigen Grundmaße, die wir realisieren wollten, sind tatsächlich dann durch einfache Maßnahmen realisiert worden. Das Ganze ist über 6 Wochen wissenschaftlich begleitet worden. Es ist gezählt worden mit Videokameras, sind Langzeitaufzeichnungen gemacht worden. Das Ganze ist ausgewertet worden und dann eben mit dem Ergebnis, dass man das machen kann, was wir da geplant hatten. Es hat aber durch den Verkehrsversuch dann auch einige Modifikationen gegeben. Also wir waren eigentlich gestartet mit einer Fahrspurbreite von 4,75 Meter und der Verkehrsversuch hat schon ergeben, dass es relativ viel Verstöße gab von Kfz-Fahrern. Das sieht man ja auch heute oder sah man vor dem Umbau dann sehr häufig, dass der Fahrradstreifen mitbenutzt wurde. Und die Planung ist dann so verändert worden, dass jetzt der Kfz-Fahrstreifen 5 Meter breit werden wird und der Radweg, der während des Verkehrsversuches 1,75 Meter breit war, wird auf 1,85 Meter das Regelmaß nach Rast verbreitert und die Radstreifen werden jetzt auch durchgängig rot gefärbt. Das machen wir normalerweise nicht in der Strecke der Straßen, sondern Regelfall ist eigentlich, dass wir diese Rotmarkierung nur in Knotenpunkten machen und da, wo es besonders gefährlich ist. Aber in diesem Fall, wo wir etwas reduzierte Querschnitte haben, haben wir dann eben auch vor dem Hintergrund der häufigeren Überfahrten von Kfz-Fahrstreifen dann gesagt, wir wollen den durchgängig rot färben, damit die Autofahrer auch wirklich ständig vor Augen haben, dass das nicht mehr ihr Raum ist, auf dem sie sich eben dann auch nicht mehr bewegen sollen. Und dieser Mittelabschnitt, der mit etwas reduzierter Fahrstreifenbreite gebaut wird, wird auch Tempo 30 werden. Das war allerdings jetzt nicht Ergebnis des Verkehrsversuches, sondern das war von vornherein eigentlich mit dem Entwurf verbunden. Ja. Ja, zudem die zweite Frage, die Sie gestellt haben, wie das sich in die Verkehrsphilosophie heute insgesamt einbettet. Wir erfüllen unseres Erachtens all das, was wir heute eigentlich auch diskutieren. Also wir verteilen Raum um, wir schaffen gute Bedingungen für Fahrradfahrer, wobei man heute wahrscheinlich noch einen Step weiter ginge, also das Thema gesicherte Radwege würde man heute wahrscheinlich noch mal ein bisschen anders machen. Aber wir haben auf jeden Fall eine Straße in Zukunft mit sehr hoher Aufenthaltsqualität, mit guten Querungsmöglichkeiten, wie gesagt auch einer erheblich geringeren Konfliktdichte, weil wir Tempo 30 eben in diesem Abschnitt haben, was ja auch nicht die Regel ist an Hauptverkehrsstraßen. Wir werden deutlich mehr Grün in der Straße haben, was einmal die Straße attraktiver macht, aber auch noch damit dazu beiträgt, dass die Geschwindigkeit auch gedämpft wird. Da, wo die Räume optisch eingeengt werden, wirkt das natürlich auch nochmal zusätzlich etwas dämpfend auf die Geschwindigkeit. Gut, Herr Sagolla, dann danke ich Ihnen erstmal für die Einführung und würde fast schon vorschlagen, dass wir jetzt etwas früher als geplant schon in den nächsten Punkt einsteigen, bevor wir dann im Anschluss nochmal, nachdem wir einen Blick auf das Stiftsquartier geworfen haben, nochmal über einzelne Besonderheiten der Umbaumaßnahme zur Stadt, zur Fassstraße im Detail eingehen. Ich würde vorschlagen, dass wir dann schon mit dem Thomas, dass ich an dich übergebe. Genau, ich würde das jetzt mal übernehmen. Wir sehen jetzt hier eigentlich schon in der Animation Teile von dem neuen Stiftsquartier, von dem neuen Gebäude. Das ist ja so in der Öffentlichkeit noch nicht im großen Umfang bekannt. Und wir würden jetzt
mit dem Herrn Preckel weitermachen von dem Architekturbüro aus Münster, was im Auftrag des Eigentümers eben halt diese Entwürfe gemacht hat. Und dazu brauchen wir die Präsentation, die unser Kollege jetzt wahrscheinlich aufschalten wird. Herr Preckel wird im Wesentlichen ein Stück über die Historie des Standorts sprechen, wird auch was zur umgebenden Bebauung sagen können und eben halt auch zur aktuellen Architektur, die sich sozusagen drumherum findet, weswegen die Entwürfe aus dem Stiftsquartier so geworden sind, wie sie geworden sind, Herr Preckel. Ja, vielen Dank. Ich muss mal eben fragen, wie kann ich weiterklicken oder soll ich immer Klick sagen? Oder okay. Ja, also ich glaube, ich muss hier keinem erklären, wo wir sind. Wir sind in Hörde unten, rot eingekringelt, der Phoenixsee und die Altstadt Hörde. Können wir weiter? Genau. Hier nochmal deutlich dargestellt die Situation unserer derzeitigen großen Baustelle. Sie erinnern sich sicher alle an das alte Stiftsforum. Wir haben den Namen erst lange Zeit beibehalten, sind dann auf Stiftsquartier umgeschwenkt, um einfach einen Neuaufschlag dort zu machen und nicht mit dem alten Namen weiterzuarbeiten. Sie sehen, dass hinter dem alten Stiftsforum eben eine große Freifläche war. Und das Hauptgebäude des Stiftsforums war ja teilweise ein Fragment der alten Brauerei und teilweise eben Neubauten, die aber relativ wenig weder mit der Altstadt noch mit dem neuen Phoenixsee-Areal zu tun hatte. Weiter? Weiter? Ja, wo kommen wir eigentlich her? Wir sind im Grunde genommen, eben wurde schon mehrfach erwähnt, im Grunde genommen in einer Situation einer Altstadt aus dem 19. Jahrhundert und auf der anderen Seite der Straße mit einer klassischen Industriefläche. Und hier sehen wir historische Bilder aus der Jahrhundertwende weiter. Hier die beginnenden Zechengeschichten. Ja, und die Bilder wollte ich Ihnen eben auch nicht vorenthalten, weil die für uns ganz wichtig waren. Wie sah Hörde denn zur Jahrhundertwende aus oder nach der Jahrhundertwende? Es gibt noch unglaublich viele schöne Häuser in Hörde. Es ist für mich einer der schönsten Stadtteile Dortmunds. Wunderschöne Jugendstilhäuser. Was allerdings über die Jahre wie in jeder anderen Stadt passiert ist, die Häuser haben keinen Unterleib mehr. Ne? Also die sind unten im Erdgeschoss gegen große Schaufenster ausgetauscht worden. Die Markisen sind nicht mehr da, die Schilder. Und eigentlich müssten wir da wieder hinkommen, um diese lebenswerte Atmosphäre zu bekommen. Für uns war es jetzt aber wichtig, wie reagieren wir an dieser Nahtstelle, also dieser, ja, man kann ja sagen, Quartierslinie der Fassstraße zwischen Industrie und Stadtteil. Und wenn man über die Straße geht, sieht man an der Hörde, am Rudolf-Platte-Weg noch wunderbar auf der rechten Seite mehrere gut erhaltene historische Gebäude. Und wir haben gesagt, wir müssen eigentlich eine Nahtstelle bilden. Wir wollen nicht den nächsten weißen Würfel dort hinsetzen oder eine Bürofassade klassischen B1-Architekturstandards, sondern wir haben gesagt, wir wollen parzellieren, wir wollen die Vertikalität der Altstadt wieder aufnehmen und wollen mit verschiedenen Materialien, guten Proportionen, stehenden Fenstern und guten Materialien eigentlich dort eine Nahtstelle bringen, die den Überweg über die Fassstraße sozusagen nicht zu einer Grenze bildet. Wir kommen in ein Neubaugebiet, sondern wir wollen im Grunde genommen die Stadt, den Stadtkern des Zentrums Hörde über die Fassstraße bringen. Und deshalb kam uns natürlich architekturgedanklich der Umbau der Fassstraße sehr gelegen. Weiter. Hier nochmal ein Foto. Sie sehen unten links eingezeichnet, wo es ist. Man muss sich das auch nochmal vergegenwärtigen, wie die Situation bis zum Abriss des Stahlwerks war. Weiter. Weiter. In der Umgebung sind viele Neubauten entstanden, die auch zum Teil sehr gute Architekturqualität haben. Hier sieht man schon mal so ein Beispiel, wie man auch in einem Wohnungsbau versucht, über Farben und Strukturen unterschiedliche Einzelgebäude zu schaffen. Wir haben ja hier große Bauvorhaben gehabt, wobei manchmal ist es glücklich, manchmal nicht so glücklich, aber man sieht doch hier auch gerade das Bemühen einer Parzellierung. Weiter. Hier sind wir jetzt schon an unserem Grundstück. Rechts sieht man noch das alte Stiftsforum und links auch, finde ich, ein sehr gelungener Bau, den Freundlieb dort gemacht hat mit den Wohnungen, mit den Seniorenwohnungen und im Hintergrund links eben die historische Bebauung, die noch diesseits der Fassstraße als absoluter Rest eigentlich erhalten geblieben ist. Weiter. So, der Neubau der Sparkassenakademie, ein Glücksfall für Dortmund, muss man sagen, im Zusammenhang mit der Burg. Es war für uns auch maßstabbildend. Man sieht, dass die Kollegen Schamsch-Malheur sich hier auch bemüht haben,
die Struktur des Gebäudes eben nicht als großen horizontalen Klotz darzustellen, sondern im Duktus der Hörder Burg eigentlich mit dem Einschnitt in der Fassade. Sie sehen das in der Mitte, dort eine Gliederung zu erzielen, was denen auch, meine ich, sehr gut gelungen ist. Und das ist eben schon ein Stück weit der Übergang in die Hörder Altstadt. Weiter. Ja, jetzt kommen wir zu unserem Neubau. So sah es bisher aus. Links in Ziegel noch Reste der alten Brauerei. Und rechts, ja, das ist so eine typische Ikebana-Architektur der 80er Jahre mit einer MINT-Farbe und viel Glas. Ich glaube, wir sind alle froh, dass es nicht mehr da ist. Es war auch altlastentechnisch ein absoluter Albtraum, das Haus. Weiter. So, und so wollen wir es bauen. Und jetzt sehen Sie, was ich eben meinte. Wir haben Vorsprünge, wir haben Rücksprünge, es kommen Dächer vor, es kommt viel Naturstein vor, es kommen viele verschiedene Sorten Ziegel vor, unterschiedliche Fenster. Das heißt, wir bauen im Grunde genommen viele einzelne Gebäude, die im Grunde genommen eine Urbanität schaffen. Und es ist auch so, dass wirklich bei den verschiedenen Eingängen am Ende auch verschiedene Leute drin sind. Im Erdgeschoss wird es einen markthallenähnlichen Einzelhandel geben. Also Sie werden nicht den klassischen Lebensmittelmarkt dort haben, sondern Sie werden reinkommen. Man kann dort essen, man kann dort Kaffee trinken, man kann sogar draußen sitzen am Rudolf-Platte-Weg. Also hier rechts unten hinter den Fahrrädern sehen Sie diese großen Fensteröffnungen. Da wird es Sitzplätze geben, wo man von drinnen nach draußen gehen kann. Denn wir finden es wichtig, dass gerade am Rudolf-Platte-Weg der gerade entstandene kleine Einzelhandel auch auf der anderen Stadtseite stattfindet, auf der anderen Straßenseite stattfindet. Das war uns wichtig, um da auch in der Straße Urbanität zu schaffen. Und im hinteren Teil, das rote Ziegelgebäude, was auch sehr groß ist, ist ein kompletter Wohnungsbau, der dann zu durchqueren ist. Man kann also an der Stelle durch den Komplex gehen und landet dann im Innenhof der Sparkassenakademie. Die Gebäude sind auch unterschiedlich hoch, wie Sie sehen, haben Vor- und Rücksprünge, so wie eben eine Stadt normalerweise wächst. Weiter. Ja, hier sind wir dann direkt mal vom Eingang an der Ecke, an der Kreuzung, wo der rechts der Rudolf-Platte-Weg um die Ecke geht. Und da durchs Fenster rechts sehen Sie Menschen stehen. Da ist der Eingang des Einzelhandels. Da ist also ein kleiner Platz auch mit Bänken, wo man sich auch aufhalten kann, sitzen kann. Wir wollten also nicht mit den Bauern den letzten Quadratmeter Grundstück ausnutzen, sondern haben gesagt, wir müssen auch den Stadtraum mitgestalten, machen dort mit guten Materialien einen Platz, der auch nachts ringsherum voll beleuchtet ist, also dass dort auch ein Sicherheitsgefühl entsteht. Es war uns auch wichtig, dass dort keine dunklen Strecken sind bis zum See unten runter, sondern dass dort eine vernünftige Beleuchtung ist, der Fußwege, der Radwege und auch, dass man dort keinen Angstraum erzeugt. Weiter. Ja, so wird es dann im Inneren aussehen. Ich glaube, wenn Sie Lust haben, gehen Sie irgendwann mal rein. Es wird bald fertig in den nächsten 2 Jahren. Aber ich glaube, das ist heute noch nicht so wichtig. Weiter. Ja, und hier die Fassaden. Oben sehen Sie in der oberen Ansicht rechts die Sparkassenakademie und links daneben der Wohnungsbau, oben mit Staffelgeschossen und Kolonnaden mit sehr viel Grün in der Fassade, Loggien, Balkonen. Also das, was eigentlich einen schönen Wohnungsbau ausmacht, so wie Sie ihn auch im Kreuzviertel beispielsweise in Dortmund finden. Und wir wollen eigentlich beim Wohnungsbau ein bisschen back to the roots, ohne da jetzt Retro-Architektur zu machen. Aber das, was eigentlich jeder eine Altbauwohnung schön findet, werden Sie bei dem Gebäude auch finden. Untere Ansicht ist der Weg zwischen Hotel und Stiftsquartier durch. Einfach um Ihnen zu zeigen, wir bauen dort keine Rückseiten. Wir werden auch da mit vollem Material und guten Proportionen arbeiten, mit Fenstern, mit Ausblicken. Man hätte das wesentlich preiswerter und einfacher machen können, aber der Bauherr war sich da sehr schnell mit uns einig und auch die Stadtverwaltung der Stadt Dortmund hat sehr großen Wert mit dem Gestaltungsbeirat darauf gelegt, dass wir 4 gute Seiten präsentieren. Weiter. Ja, das sind die Straßenzüge jetzt oben, die Fassstraße. Da sieht man auch, was wir da für eine gewaltige Topografie haben. Wir haben also fast ein komplettes Geschoss vom Hotel bis zur Ecke Rudolf-Platte-Weg. Und damit umzugehen, ist natürlich bei so einem großen Gebäude auch nicht ganz einfach. Und unten drunter die Ansicht ist vom Rudolf-Platte-Weg, links der Eingang in den Einzelhandel. Und da sehen Sie auch bei dem Gebäude in der Mitte unten im Erdgeschoss diese reingezogenen Ebenen. Da kann man dann draußen sitzen, regengeschützt.
in einem Kaffeebereich und Bistrobereich, wo man Kleinigkeiten essen kann. Und rechts geht es dann weiter mit dem Durchgang in den Innenhof und dann eben die Balkone und Wohnungen. Ich muss, glaube ich, schnell machen. Da chattet jemand möglichst schnell wieder zurück zur Fassstraße. Ich bin aber auch schon durch. Das Parkhaus machen wir, glaube ich, später, oder? Genau, das machen wir später. Ich habe doch noch mal zwei Fragen. Ja. In welchem Verhältnis wird es Wohnungen und Büros geben? Kann man das jetzt schon sagen? Ja, ich würde sagen so 40% Wohnungen, 15% Einzelhandel und der Rest ist Büro. Also es sind viele Wohnungen. Und ich glaube, viele Teilnehmende interessiert doch, wann ungefähr die Fertigstellung kommt. Also wir gehen davon aus, wir gehen davon aus, dass wir weitgehend Ende 2022 mit allem durch sind. Dreck, Lärm und Staub wird deutlich früher sein. Also wir sind jetzt schon aus der Erde vorne an der Fassstraße. Wir haben extra vorne angefangen, damit zur Fertigstellung der Fassstraße wir dort nicht wieder alles aufreißen, dass wir da sozusagen dann sauber sind, anfüllen können. Wir sind jetzt schon im ersten Bauteil mit der Deckenplatte auf Bürgersteighöhe. Sie sehen ja auch, dass der Aushub und alles nach hinten rausfährt, nicht vorne über die Fassstraße, sodass wir dort relativ schnell und im August werden schon die ersten Fassaden gesetzt. Also es geht bisher gut voran. Das ist vielleicht noch eine Besonderheit, die hier zu erwähnen ist, dass, wie Sie gerade sagen, dass alles nach hinten rausgeht tatsächlich und nicht vorne noch zu einer Belastung der Baustelle an der Fassstraße dann entsprechend führt. Ja, wir werden sicherlich hin und wieder mal eine Anlieferung vorne haben, wenn es mit großen Bauteilen gar nicht anders geht. Aber wir haben dieses ganze Thema Abriss, Staub und Dreck, haben wir hinten über die Hörderbach Allee direkt rausgefahren, weil das einfach auch die kürzere Strecke ist und wir es nicht als sinnvoll erachtet haben, durch die Innenstadt zu fahren. Okay, die Fragen, die jetzt im Chat auftauchen, werden wir gleich beantworten. Wir würden jetzt erstmal wieder weitermachen. Danke, Herr Preckel, bis hierhin. Sie kommen ja gleich nochmal mit dem Parkhaus dran. Ich würde jetzt nochmal an die Brigitte Karhoff übergeben und an Herrn Sagolla und Herrn Hoffmann, wenn es um die weitere Beschreibung der Fassstraße geht. Genau, wir machen jetzt weiter mit der Fassstraße und gehen nochmal im Detail auf die Besonderheiten der Umbaumaßnahme ein. Das heißt zu den Themen Fahrspurbreite, Beteiligung, Verkehrsversuch sind die Stichworte. Und ich würde jetzt gerne nochmal direkt an Herrn Sagolla weitergeben, dass Sie das, was Sie einführend schon gesagt haben, nochmal etwas vertiefen anhand wirklich der einzelnen Elemente, die jetzt auch Grundlage für die Planung waren und uns das nochmal genauer erläutern. Ja, will ich gerne tun. Das Bild ist auch, denke ich, sehr gut dafür geeignet, die meisten Elemente, die ich vorhin verbal beschrieben habe, hier auch nochmal zu zeigen. Also nämlich einmal die andere Aufteilung dieses Fahrbahnraums. Also Sie sehen eine Kfz-Fahrfläche, die dann eben 5 Meter breit werden wird, die keine Mittelmarkierung hat. Also es sind keine vollwertigen 2 Fahrstreifen, sondern eine überbreite Fahrbahn, wo dann jeweils an den Haltebalken der Signalanlagen 2 Kfz sich ohne Probleme nebeneinander aufstellen können, aber in der Strecke eigentlich nicht so gut nebeneinander fahren können und eigentlich auch nicht sollen. Also es geht dann schon bei Tempo 30, aber eigentlich sollten die in der Strecke eher versetzt fahren. Aber wir gewinnen eben dadurch 1,50 Meter Raum. Also der Klassiker wäre ja gewesen 6,50 Meter Fahrbahn bei 2 normalen Fahrstreifen. Also das ist erheblich viel. Auf jeder Seite konnten wir dadurch eben 1,50 Meter gewinnen. Und Sie sehen dann hier jetzt den Fahrradstreifen, wie ich vorhin schon dargestellt habe, eben rot durchgefärbt in der kompletten Länge mit einem weißen Strich. Und der soll auch jetzt nicht nur als weißer Strich ausgeführt werden, sondern kriegt eine Rauigkeit, sodass der Autofahrer auch nochmal ein Signal an den Reifen bekommt, wenn er diesen Bereich überfährt und in den Bereich des Fahrradfahrers kommt. Also auch nochmal zusätzlich ein kleines Sicherungselement. Ja, dann Bäume dann, die wichtig sind für die Optik der Straße, aber natürlich auch unter dem Gesichtspunkt Klimawandel ganz wichtig, Großgrün in die Straßen wiederzubringen. Einige Parkplätze dann zwischen den Bäumen und auch deutlich breitere Gehwege, als wir es vorher hatten. Und das sieht man dann hier eben auch, an ganz vielen Stellen haben wir dann einen begrünten Mittelstreifen und wir werden das gleich noch sehen, der teilweise dann unterbrochen wird für Querungsstellen und für Linksabbieger.
So viel vielleicht zu diesem Bild, wenn wir jetzt weiter fortfahren. Ja, hier sieht man so diese versetzte Fahrweise, die wir uns eigentlich wünschen. Ja, weiter. Darf ich eine Frage einstreuen? Gerne. Ist es nicht problematisch, wenn rechts vom Fahrradstreifen noch Parkplätze angesiedelt sind? Das würde man heute wahrscheinlich auch anders machen, oder? Nein, ich meine, diese Situation werden wir immer wieder haben, dass wir neben Fahrradfahren parken Fahrzeuge haben. Wir haben heute dann überwiegend noch einen zusätzlichen markierten Streifen zwischen Fahrradstreifen und Autos. Diesen Schutzabstand haben wir in die Parkplätze gelegt. Also das wird in der Pflasterung dann hoffentlich auch deutlich gemacht. Auf jeden Fall sind die Parkstände breiter ausgeführt, dass das Auto etwas tiefer drin steht. Also nicht ein Schutzstreifen nochmal am Fahrbahnrand, sondern sozusagen in den Parkstreifen hinein verlegt. Die sogenannte Dooring Zone, wenn jemand plötzlich die Tür aufmacht. Ja. 50 Zentimeter bei Längsaufstellung. So ist. Also das ist, wie gesagt, in diesem Fall in den Parkstreifen verlegt. Aber wir haben auch nicht sehr viele, Sie sehen das auch an diesem Bild hier, nicht durchgängig parken am Fahrbahnrand, nicht sehr viele Parkstände im Verlauf der Fassstraße. Aber es war eben seinerzeit, als wir den Entwurf gemacht haben, man muss auch dazu sagen, die Hauptentwurfstätigkeit lag im Jahr 2011, 2012, liegt also auch mittlerweile schon ein bisschen zurück. Und die ein oder anderen Dinge, das werden wir, denke ich, gleich in der Diskussion dann auch nochmal sehen, haben sich jetzt im Laufe der letzten Jahre auch nochmal sehr dynamisch geändert. Aber es entspricht auch immer noch den Regelwerken, wie Fahrradstreifen und Parkstreifen angelegt werden. Aber natürlich kann man sich das heute auch noch üppiger vorstellen. Ja, gehen wir weiter. Ja, hier ein Kameraschwenk, der zeigt, wir haben auch Bushaltestellen im Verlauf der Fassstraße. An der Stelle wird dann der Fahrradstreifen unterbrochen. Der Bus hält am Fahrbahnrand, also eine Fahrbahnrandhaltestelle mit aufgehöhtem Bord. In dem Moment, wo der Bus da steht, muss der Fahrradfahrer dann anhalten und warten. Im Verlauf der Strecke sind aber die Bushalte in der Regel an solchen Punkten ungefähr 15 bis 20 Sekunden lang. Und wir haben auch nicht so hohe Busfrequenzen, sodass die Beeinträchtigung zum Beispiel des Fahrradfahrers durch Busverkehr in diesem Bereich auch nicht so hoch ist. Ja, hier sieht man auch nochmal im Bild dann die Querungsstelle im vorderen Bildrand, wo die Markierung jetzt natürlich auch nochmal unterbrochen ist und auch der Parkstreifen, der Mittelstreifen in diesem Fall unterbrochen ist, um ausbiegen zu können, auch aus dem Einbindungsbereich, der rechts zu sehen ist. Also dass Autofahrer an dieser Stelle auch rüberfahren können über die Fahrbahn, um auf die andere Seite zu kommen. Weiter dann vielleicht. Es fragt jemand, welche Bäume denn gepflanzt werden sollen. Das kann man ja vielleicht einwerfen. Oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Wir haben, soll ich eben, oder? Ja. Wir haben in der Fassstraße 5 Baumarten vorgesehen. Also im Mittelstreifen kommt dann Großkronige hin. Die Kaiserlinde, das wären insgesamt 22 Bäume. Die hat eine mittlere Höhe von 30 bis 35 Meter und Kronendurchmesser ungefähr von 12 bis 18 Meter und nimmt damit also auch große Aufheizeffekte später, wenn die sich richtig entwickelt haben, bei heißen Tagen. Ferner haben wir den Wollapfel, den Scharlachapfel mit circa 5 Bäumen, dann eine Blumenesche mit 7 Bäumen, die sind ungefähr beide 8 bis 10 Meter und haben eine Wuchshöhe von 2 bis 4 und 4 bis 8 Meter und blühen so gelb-weiß. Und im Bereich des Stiftsforums konnten wir erreichen, da setzt der Eigentümer quasi so Baummagnolien, die geben wir in diesem Bereich rüber, quasi an die öffentliche Fläche, dass wir dann direkt in den Parkstreifen auf der gegenüberliegenden Seite
jeweils auch Baummagnolien quasi setzen lassen und haben dadurch praktisch diesen Eingangstor, einen Übergangsbetonung quasi zum Zentrum und das verbindende Element mit dem Frequenzbringer dann quasi Stiftsform. Ich finde das eine ganz tolle Idee auch, dass der Eigentümer sich da mit uns abgestimmt hat. Ja, vielen Dank, Herr Hoffmann. Wir haben jetzt hier, wenn ich jetzt das Bild weiter beschreibe, eine Querungssituation gesichert durch eine Signalanlage. Also wir haben ja mehrere Querungen im Verlauf der Fassstraße. Zwei davon werden signalgesichert. Hier haben wir so eine der künftigen Hauptquerungen, denken wir mal. Wir haben im Rücken dann das Hafenquartier und blicken in Richtung Hörder Zentrum, wo wir an dieser Stelle den Höhenversprung haben. Da ist ja heute die abweisende Mauer und dann die Parkplätze da oben, die wird aufgemacht und eine Treppe an der Stelle gebaut, beziehungsweise das ist ja jetzt schon. Und um jetzt hier wirklich dann einmal geschützt und gesichert durch die Signalanlage und umwegfrei an dieser Stelle dann auch ins Mörderzentrum zu kommen oder umgekehrt, wenn ich im Mörderzentrum mich bewegt habe, hier dann relativ leicht dann rüber kann in das Hafenquartier. Ja, das ist jetzt das Bild oben auf der Ebene. Bevor wir jetzt, wenn ich da mal unterbrechen darf, bevor wir in die Nagelschmiedegasse gehen, würde ich, Brigitte, abgestimmt mit dir, würde ich sagen, dass wir die Fragen jetzt aus dem Chat erstmal reinnehmen und ja. Genau, also ich würde auch vorschlagen, ich möchte Sie ausdrücklich nochmal herzlich einladen, Ihre Fragen auch tatsächlich im Chat zu stellen. Wir haben eine eigene Rückfragerunde eingeplant, aber jetzt haben wir auch schon einige Fragen direkt eingespielt und vielleicht kann Gabi Schulten auch zu den bislang eingetrudelten Fragen etwas sagen. Soll ich oder? Nee, eigentlich ist die Gabi Schulten dran. Also. Ich muss warten, bis mein Mikro freigeschaltet ist. Ja, deswegen nicht direkt alles antworten. Klar. Herr Sagoda, als Sie berichtet haben darüber, was Sie anders oder was Sie nochmal anders geplant haben nach dem Verkehrsversuch, da kam die Frage, was wurde denn nun eigentlich schmaler? Ich weiß nicht so, also das war jetzt keine ausführlichere Frage. Ja, nicht schmaler, sondern breiter. Also wir haben ursprünglich geplant gehabt, den Autostreifen, danke für das Bild, 4,75 Meter zu machen. Und 1,75 Meter war während des Verkehrsversuches, das war aber der vorhandenen Situation geschuldet, der Fahrradstreifen. Und dadurch, durch diese Doppelenge, sage ich jetzt mal, gab es eben auch erhebliche Verstöße von Seiten der Autofahrer, die sehr häufig dann den Fahrradstreifen mit überfahren haben. Also der Herr Sagolla, ich glaube, die Frage ging in eine andere Richtung. Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche. Sie sagten, okay, die Fahrbahn haben wir breiter gemacht und den Radweg auch. Da muss ja irgendwo was schmaler geworden sein. Das war, glaube ich. Ach so, das haben wir aus den Rändern rausgeholt. Ja, in der Tat. Also die Gehwege sind dadurch ein bisschen schmaler geworden. Aber die waren schon sehr üppig auch und sind nach wie vor, ich glaube, das kann man jetzt auch draußen sehen, also wirklich mehr als auskömmlich. Mhm. Ja, dann war noch die Frage gekommen, welche Bäume werden denn dort gepflanzt? Das wurde aber ja jetzt schon auch beantwortet. Und die Teilnehmerin, die das gefragt hat, bedankt sich für die Auswahl. Dann gibt es noch eine Frage, eine Frage an Herrn Preckel, nämlich da wurde danach gefragt, ob das richtig ist, dass das Stiftsquartier von der Fassstraße aus erschlossen wird. Ja. Also nicht nur, es kommt darauf an, mit welchem Gefährt oder zu Fuß oder wie auch immer. Also das Haus hat natürlich viele, viele Eingänge. Wir haben auch beim Wohnungsbau die Eingänge in einen großen Innenhof gelegt. Und der Einzelhandelsbereich wird direkt an der Ecke Platteweg-Fassstraße erschlossen. Die Bürogebäude, da gibt es zwei Eingänge auch an der Fassstraße. Und die Tiefgarage, falls danach die Frage kam, die haben wir direkt neben die Zufahrt Hotel gelegt. Wenn Sie jetzt in die Ansicht sehen, ganz links ist die Einfahrt. Da steht auch Einfahrt drüber, ist so ein bisschen schwer zu lesen.
Die Ausfahrt ist aber nicht an der Stelle. Die Ausfahrt haben wir an drei verschiedene Stellen gelegt, um den Verkehr dort nicht zu stören oder zu groß werden zu lassen. Also alle Bewohner beispielsweise, die in dem Wohnungskomplex sind und unten parken, fahren über die Hörder-Bach-Allee raus. Und auch die meisten Büronutzer, sodass wir eigentlich nur noch im Wesentlichen die Ein- und Ausfahrten des Einzelhandels an der Fassstraße haben, um dort nicht Querungsverkehr im großen Maße zu erzeugen. Wir haben das auch mit dem Planungsamt abgestimmt und haben dann Prognosenwerten aufgestellt, wer wo wie wann reinfährt. Und rechts neben der Tiefgarageneinfahrt, Sie sehen da ja zwei Öffnungen, da ist eine große Fahrradabstellfläche, wo Fahrräder ein- und ausfahren. Also wir haben das sehr detailliert dort geplant. Wir haben auch überlegt, wie funktioniert das, wenn da ein Radweg ist, ein Fußweg ist und jemand will rein- oder rausfahren, wie kreuzt man sich, wie kann man sehen, dass ich keinen über den Haufen fahre. Da haben wir wirklich, muss ich sagen, hochkompetente Gesprächspartner gefunden bei der Stadt und haben dort in mehreren Varianten geplant und haben jetzt, glaube ich, eine sehr befriedigende Lösung gefunden. Ich sehe, da sind, wo ich gerade dran bin, einige Fragen nach einer Rampe, Behindertenrampe, wegen der Treppe vermutlich in die in den Stadtkern rein. Ich möchte da noch ergänzen, weil das bisher wahrscheinlich keinem so richtig klar ist. Wir haben natürlich im Parkhaus auch einen Aufzug. Also Sie können, wenn Sie keine Rampe fahren wollen, mit dem Aufzug oder mit dem Rollator oder was auch immer, auch theoretisch ins Parkhaus, in den Aufzug und kommen genau auf der Höhe hinten wieder raus mit einer Etage. Ja, das bekommen wir ja gleich auch noch. Okay, ich wollte zu ihm ergänzen, weil da mehrere Fragen waren. Ja, ja, vielleicht kann der Hoffmann dazu auch nochmal. Also die Frage war, bei dem Aufgang zur Nagelschmiede, ob das denn barrierefrei ist. Und dann ist aber im Chat auch schon die Diskussion weitergegangen und jemand hat darüber berichtet, dass es eine Rampe gibt, die nutzbar ist für Räder und Leute mit Rollator. Dann gibt es noch eine Anmerkung, nämlich dass das Straßenprofil manchmal sehr knapp ist, zum Beispiel zwischen Parkhaus und Burg. Herr Zagoda, das ist wahrscheinlich wieder eine Frage an Sie. Wenn da gesagt wird, jetzt manchmal knapp, also wir wechseln ja nicht jetzt ständig den Querschnitt. Also wir haben in der Tat diesen zentralen Bereich, der etwa 350, 400 Meter lang ist, wo der Querschnitt so gemacht wird, wie ich ihn gerade beschrieben habe, ne? Mit diesem verminderten Kfz-Fahrspur und dann dem rot durchgefärbten Fahrradweg. Und wir werden ja gleich noch zu der Situation kommen. Wir lösen das dann im Süden zur Kreuzung mit der Hörder Bahnhofstraße und im Norden dann auf. Und da geht das wieder in die klassische Vierstreifigkeit. Aber in diesem Mittelabschnitt halten wir diesen Querschnitt, so wie ich ihn gerade beschrieben habe, durch. Mhm. Also es wird nicht dann nochmal schmaler an irgendeiner Stelle. Okay. Gut, dann war noch die Frage, warum man das Parkhaus nicht eigentlich ganz abgerissen hat, aber da wird sicherlich der Herr Preckel gleich noch was dazu sagen, weil das Parkhaus soll ja eigentlich viel schöner werden und dann kein Schandfleck mehr sein. Genau. Da sind Bevor wir dazu kommen, aber nochmal Fragen vielleicht an Herrn Zagoda und Herrn Hoffmann. Der Umbau der Fassstraße ist ja jetzt auch sehr lange von einer umfassenden Bürgerbeteiligung auch begleitet gewesen. Also es gab viele Angebote auch an die Bürgerschaft und die Bürgerschaft hat das natürlich auch wahrgenommen. Wie bewerten Sie die Ergebnisse der bisherigen Beteiligung? Was konnte davon einfließen in die Umbauplanung? Welche Anregungen konnten Sie mit aufnehmen? Ja, alleine der Verkehrsversuch ging natürlich auf Diskussionen in der Öffentlichkeit zurück. Und was da dann zu welchen Konsequenzen geführt hat, habe ich ja gerade ausgeführt. Ich weiß nicht, ob bei Ausstattungsdetails, da kann Herr Hoffmann wahrscheinlich etwas mehr zu sagen, von Bürgerseite jetzt noch kam. Also wir haben Bürgerbeteiligung mehr so erlebt als Straßenplaner, dass wir den Querschnitt sehr stark erläutern mussten, was daran Besonderes ist und auch Befürchtungen dann in den Gesprächen und Diskussionen nehmen, weil ganz viel natürlich immer im Anfang auch die Befürchtung geäußert worden ist, der Autoverkehr kommt zum Erliegen und es wird alles ganz furchtbar und wir haben den Dauerstau da und keiner hat dann wirklich Vorteile von der Umgestaltung. Das konnten wir eigentlich relativ gut immer erläutern,
habe ich das Gefühl, wenn wir vor Ort waren und auf dem Hörder Stadtteilfest zum Beispiel und anhand der Pläne und dann auch direkt mit Blick auf die Straße, wie sie damals war, dann erklären konnten, was wir vorhaben. Also es ist jetzt nicht so viel an Detailänderungen sozusagen jetzt durch die Bürgerbeteiligung gekommen, sondern wir hatten ganz viel Erklärungsbedarf natürlich. Und das verstehe ich auch, weil das etwas ist, was man nicht alle Tage sieht, diese Querschnittsgestaltung. Und viele sich das auch trotz der Animation, die wir ja schon ganz am Anfang gemacht hatten, nicht so richtig vorstellen konnten. Vielleicht ist in dem Zusammenhang auch nochmal wichtig, tatsächlich auf die Verbindungsfunktion der Fassstraße eben einerseits natürlich als Verkehrsachse einzugehen, aber andererseits eben auch als zentrales Bindeglied tatsächlich zwischen dem Hörderzentrum und dem See, was ja wirklich auch ein Kernziel der ganzen Umbaumaßnahme war. Können Sie dazu nochmal etwas sagen? Mhm. Ja, ich hatte eingangs schon gesagt, wir wollten jetzt nicht durch den Entwurf im großen Maßstab Verkehr verdrängen. Also wir sind natürlich nicht böse darum, wenn auch diese Umgestaltung dazu führt, dass Leute, die eigentlich im Nahbereich sich gar nicht bewegen wollen, stärker über B54 und B236 zum Beispiel fahren. Ein Stück weit ist das ja auch tatsächlich passiert, schon im Vorfeld. Es gab ja Ende des ersten Jahrzehnts in Hörde schon mal eine große Kanalbaumaßnahme in der Fassstraße, wo wir auch erhebliche Verkehrseinschränkungen hatten. Und das hat damals schon zu erheblichen Verlagerungen von Verkehr auf die B54 und B236 geführt. Und die sind Gott sei Dank zu großem Teil nicht wieder zurückgekommen in die Fassstraße, als der Kanal fertig war. Also das hat uns schon erheblich geholfen. Und wir wollen aber eben nicht sozusagen jetzt oder konnten auch nicht eine völlig andere Verkehrsfunktion aus der Fassstraße machen. Also die hat eben für den Stadtbezirk Hörde eine ganz, ganz wichtige Verbindungsfunktion für südlich angelagerte Wohngebiete Richtung Innenstadt, aber natürlich auch ganz die zentrale sozusagen Erschließungsachse in Nord-Süd-Richtung zum Hörder Zentrum hin und auch wieder als Ablauf. Und natürlich für die Erschließung jetzt auch der Neubebauung am Phoenixsee eine ganz wichtige Funktion. Das heißt, es war immer klar, dass es auch eine weiterhin hochfrequentierte Verkehrsstraße sein würde, aber die eben alle Funktionen erfüllen soll in Zukunft. Und ich glaube, das wird sie sehr gut können. Vielleicht kann man jetzt hier direkt eine Frage anschließen, die im Chat jetzt gerade auftaucht. Gabi Schulten. Ja, das ist nochmal, also da weist jemand darauf hin, dass der Pkw-Abfluss jetzt schon aus der Hörder Bachallee oft zum Erliegen kommt, und wenn man jetzt noch mehr Verkehr erwarten muss durch das Stiftsquartier, fragt eben der Teilnehmer danach, welche Dinge denn geplant sind, um hier für Abhilfe zu schaffen. Ich weiß nicht. Ja, es geht sicher in meine Richtung. Also ich würde im Moment mal sagen, warten wir es mal ab, was wirklich passiert. Also das Erste, was man dann natürlich versucht, ist, indem man nochmal die Signalprogramme etwas nachjustiert auf die konkreten Verkehrsströme, wie sie sich dann einstellen, dass man damit dann auch ein bisschen reguliert. Ein Stück weit hängt es aber natürlich auch davon ab, wie sich die Hörder in Zukunft verhalten, ob die nicht auch tatsächlich mal häufiger einen Weg mit dem Fahrrad zurücklegen oder auch zu Fuß statt mit dem Auto, weil ganz viele der Fahrten, die heute auch um das Seequartier herum passieren, Nahbereichsfahrten sind. Also es gibt nach wie vor Hörder, die mit dem Auto aus dem Zentrum Richtung Innenstadt mit dem Auto fahren, die 3-4 Kilometer und umgekehrt, oder Leute, die von der Seeseite, von der hinteren zum Einkaufen im Zentrum zu den Einkaufsmärkten mit dem Auto fahren. Das muss alles nicht sein. Also es hängt ein Stück weit, sage ich mal, vom Verhalten ab, was tatsächlich dann an den Punkten passiert. Aber wir haben noch kleine Möglichkeiten der Nachsteuerung. Und ich habe ein Stück weit auch wirklich die Hoffnung, dass das, was im Moment gerade passiert durch die Corona-Krise, dass wir doch deutlich auch in Dortmund spüren Verhaltensänderungen im Verkehr. Also wir haben Zunahmen im Radverkehr. Und wir haben natürlich auch das Thema, dass mehr Homeoffice stattfindet.
Und alle gehen eigentlich heute davon aus, dass ein Stück dieser Veränderung auch bleiben wird, wenn wir die Corona-Krise überwunden haben. Also dass insbesondere Pendlerfahrten weniger werden, weil Homeoffice ein Stück weit demnächst zu unserer Arbeitskultur dann auch gehört. All das weist eigentlich eher darauf hin, dass wir nicht unbedingt Verkehrssteigerung, vielleicht sogar Verkehrsabnahmen kriegen. Also wir hatten, um nur mal eine Zahl zu nennen, in verschiedenen Hauptverkehrsstraßen während der Corona-Krise in den starken Shutdown-Zeiten bis zu 40% Kfz-Abnahmen. Und das hat sich jetzt in den letzten Monaten wieder ein Stück weit aufgefüllt, aber wir sind bei den meisten Hauptverkehrsstraßen noch nicht wieder auf dem Niveau vor Corona und wir gehen eigentlich auch davon aus, dass wir das Niveau nicht wieder erreichen werden. Ja, vielen Dank, Herr Sagolla. Es gibt jetzt noch einige Fragen. Ja, ich wollte noch mal eben was ergänzen zu dem Thema. Also natürlich wird sich das Verhalten nach und nach bei den Leuten ändern. Da darf man aber auch nicht zu viele Wunder erwarten und man darf die Leute natürlich auch nicht sozusagen geradezu gängeln, ihr müsst jetzt mal mehr Fahrrad fahren. Also ich beobachte das jetzt mal als Externer, ich wohne ja nicht in Hörde, seit 10 Jahren die Hörderbachallee. Also ich habe vom ersten Spatenstich am Sparkassenzentrum mitgewirkt und habe das gesehen und es waren eigentlich ununterbrochen große Baustellen da. Ja, das darf man nicht vergessen. Und wir sind ja jetzt auch, ich sag mal, in 4-5 Monaten ist das Thema wesentliche große Lkw-Fahrten eigentlich auch Geschichte. Und ich glaube, das wird erheblich zur Entlastung der Hörderbachallee beitragen, denn wir haben ja auch bei unserem Projekt Stiftsquartier ganz bewusst gesagt, dort kommen nur noch die Ausfahrten für die Wohnungen hin, also nicht der Einzelhandels-Tiefgaragenverkehr und so weiter. Also ich glaube, das wird schon eine vernünftige Sache. Und diese Umfahrmöglichkeit kurz vor der Akademie, dass man dann den U-Turn machen kann, das finde ich auch sehr gut gelöst. Was, glaube ich, immer noch wichtig wäre für Fremdfahrer, also so wie mich, ne, der da nicht wohnt, es wäre ein Schild gut an der Stelle, oder ich habe es zumindest nicht gesehen, ob es da ist, dass wirklich die Leute kapieren, wenn ich da gerade ausfahre in die Hörderbachallee, dann komme ich eigentlich nur auf gleichem Weg wieder zurück. Ja? Also eigentlich müsste man vorne an der Spitze schon darauf hinweisen, dass das Weiterfahren geradeaus einem eigentlich nichts bringt, es sei denn, ich bin Anlieger. Herr Sagolla, wollen Sie da direkt was zu sagen? Nein, nehme ich gerne auf. Das ist ja jetzt mal ein Hinweis, mit dem man umgehen kann. Also jetzt für einen, der da nicht wohnt, der das nicht kennt. Ja, ne? Ja, gebe ich weiter an die Kollegen von der Straßenverkehrsbehörde, dass sie sich des Themas annehmen. Okay, jetzt gibt es noch weitere Fragen. Gabi Schulten? Ja, da ist eine Frage danach. Naja, es ist eigentlich eine Anmerkung dazu, dass eben der Verkehr auf die B54 verdrängt werden soll. Und da gibt es eben die Anmerkung, dass dort eben wegen starker Verkehrsbelastung und Emissionen einfach Tempo 30 mittlerweile, dass es dort Tempo 30 mittlerweile gibt. Und da gibt es dann eine Menge Fragezeichen. Dann ist noch die Frage, wie die Planung zwischen Am Stift und Hörder Bahnhofstraße aussieht. Ja, also in dem Abschnitt ändern wir erstmal nichts. Also da bleibt der Bestand so. Also das ist der Anpassungsbereich nach Süden, von dem ich vorhin sprach, wo wir wieder auffächern im Grunde auf die klassische Vierstreifigkeit und dann eben mit den zusätzlichen Abbiegespuren dann in dem Knotenbereich landen. Das brauchen wir im Moment auch noch, um die hohen Verkehrsmengen da zu bewältigen. Also wie da die Zukunft mal aussieht in 10 Jahren, vermag ich nicht zu sagen. Also wenn wir wirklich ein Stück Verkehrswende schaffen in der nächsten Dekade und dazu sind wir eigentlich alle verdammt, dann kommen wir hoffentlich in der Verkehrsbelastung in diesem Knotenpunktbereich auch ein ganzes Stück runter, sodass wir auch tatsächlich über die Realisierung eines Kreisverkehrs zum Beispiel nachdenken können. Bei den Verkehrsbelastungen, die wir im Moment haben, geht das schlicht an der Stelle nicht. Mhm. Aber wie gesagt, im Moment Anpassung an den Bestand, also keine Änderung der Situation. Dann fragt jemand noch danach, warum denn eigentlich die Brückenlösung, die aber eigentlich ein Tunnel sein sollte, nicht aufgegriffen wurde. Also anscheinend war irgendwie mal im Gespräch ein Tunnel
vom Stiftsquartier bis zur Kreuzung Bahnhofstraße. Und dann eine weitere Frage ist noch danach, warum man nicht einfach nur einen Fahrstreifen gemacht hat, sondern so einen merkwürdigen, in Anführungszeichen, Querschnitt gewählt hat. Ja, ein Fahrstreifen würde die Leistungsfähigkeit natürlich schon deutlich beeinflussen. Also dann bei den großen Verkehrsmengen hätten wir dann tatsächlich Stauprobleme häufiger gehabt, sage ich jetzt mal, in der Hauptverkehrszeit. Also da konnte man sich seinerzeit nicht zu durchringen. Heute würde man das vielleicht anders angehen. Weil entscheidend letztlich für Stau oder Nicht-Stau sind ja die Knotenpunkte. Wenn ich da genügend Abbiegespuren dann realisiere, dann kann ich in der Strecke eigentlich deutlich mehr machen. Aber soweit wollte man damals nicht gehen. Die Tunnellösung ist keine Lösung. Also da haben wir mal ganz kurz drüber nachgedacht. Aber erstens liegen ganz dicke Kanalrohre in der Straße, die man hätte verlegen müssen, was aber eigentlich da gar nicht geht. Aber wir hätten links und rechts die Seiten sozusagen damit abgeschnitten keinen Platz für die sonstigen Funktionen gehabt. Und die Überschreitungsmöglichkeiten wären nur an der Stelle, wo ich dann sozusagen die Brücke über den Tunnel gehabt hätte, besser geworden. Das ist keine Lösung. Also erstens sehr teuer und städtebaulich wäre das eine Katastrophe geworden. Tunnel sind vor allem riesige Barrieren und Angsträume. Ja, ja. Herr Sagolla, haben wir jetzt noch wichtige Details oder auch Herr Hoffmann vergessen, die Ihnen wichtig sind, nochmal zu erwähnen als Bestandteile der Umbauplanung für die Fahrstraße? Ich wüsste nicht, also den Querschnitt haben wir jetzt, denke ich, sehr ausführlich nochmal besprochen. Was dann noch interessant ist, aber da wird ja Jutta Sankowski, denke ich, gleich drauf eingehen, ist dann die Ortseingangssituation auf der Nordseite, ne, die sich hier nochmal deutlich von anderen Situationen dann unterscheidet. Vielleicht noch ein Halbsatz zu der Frage, die Sie gerade gestellt hatten in Richtung B54. Also ich hatte ja ausdrücklich gesagt, dass wir nicht den Ansatz haben, hier nennenswert noch größere Verkehrsmengen auf andere Achsen zu verdrängen. Wenn noch etwas weggeht durch diesen Umbau in Richtung B54 und B26, sind wir nicht böse. Es ist richtig, wir haben auf dem innerstädtischen Abschnitt der B54 jetzt diese Temporeduzierung vor dem Hintergrund des Vergleichs mit der DUH. Und das ist auch sehr erfolgreich. Aber ich würde auch davon ausgehen, dass die Verdrängung, die wir hier vornehmen auf die B54, nicht auf die Nordseite der B1 sich fortsetzen, sondern es geht immer um im Grunde den Zu- und Abfluss von der B1 Richtung Hörde bzw. an Hörde vorbei. Und diese Tempoeinschränkung haben wir nördlich der B1 auf der B54. Also der Bereich wäre davon eigentlich nicht betroffen. Ja. Herr Hoffmann, ja. Haben Sie noch Anmerkungen? Vielleicht noch ergänzend zu den Bäumen, die wir formen. Die werden ja normal erst im Mai grün. Und die Mittelstreifen und die Baumbeete werden quasi durch eine Wiese mit Wildblumen bepflanzt. Und das dort Frühlingszwiebeln bis Februar, bis März, bis April blühen. Und dann die Bäume dann quasi auch ihre volle Pracht entfallen, dass wir dann vernünftiges städtebauliches Bild auch im Grünbereich haben. Wenn wir jetzt schon mal beim Grün, wenn wir jetzt schon mal beim Grün sind, würde ich dann gerne auf das Parkhaus zu sprechen kommen, wenn wir jetzt schon an dieser Stelle sind, wenn das okay ist. Noch eine letzte Frage, Brigitte. Sei mir gestattet. Wann endet die Umbaumaßnahme? Die Firma Gerken hatte uns mal mitgeteilt im Juni. Das Problem ist jetzt, dass Corona-bedingt mehrere Ausfälle dort entstanden sind und mittlerweile dann sagt, im Sommer sind die groben Arbeiten beendet. Und dann kommen die sogenannten Feinarbeiten, wo dann Restarbeiten durchgeführt werden. Dann wird der lärmoptimierte Asphalt aufgetragen an zwei unterschiedlichen Wochenenden. Es wird dann aber immer noch in einer Richtung jeweils gefahren werden können auf einer Spur. Dann wird die signalisierten Übergänge zu markieren sein, die Radwege müssen aufgetragen werden und die ganze Beschilderung folgt. Also es ist da noch etliches an Kleinarbeit da noch zu leisten. Und der Oberboden wird für die Bepflanzung quasi aufgebracht
Und wir beabsichtigen, wenn es klappt, dass im Herbst dann auch gepflanzt werden soll. Schön, vielen Dank erstmal und ich gebe an Thomas Weiland weiter. Genau, Herr Preckel, jetzt sind wir wieder im Boot. Ja. Warum reißen Sie eigentlich das Parkhaus nicht einfach ab? Gute Frage. Ja, kann ich erklären. Der Rolf also, Martin müsste die Präsentation jetzt, ja genau, ruft er gerade auf. Also das Parkhaus, wir nennen das Parkhaus Hörderburg, ist so, wie es heute aussieht, ich glaube, da wird mir keiner widersprechen, keine Schönheit, keine Frage. Ich kann Ihnen aber sagen, es war mal eine und man muss mal die Geschichte dieses Hauses sehen. Ich zeige gerade ein Bild, wie es gerade jetzt von einigen Wochen ausgesehen hat. Da hat sich so mancher Farbgestalter versucht, das ist natürlich total in die Hecke gegangen. Es ist eigentlich nur schlimmer geworden, wenn Sie mich fragen. Und wie man auf dem Bild eigentlich auch wunderbar sehen kann, es ist total finster. Ja? Es ist keine vernünftige Beleuchtung drin, es ist schmuddelig. Also da ist wirklich alles zusammengekommen, was man sich so vorstellen kann. Aber es war mal ein sehr elegantes Parkhaus, denn es war mal schneeweiß. Es war ein typisches Kind der Moderne. Man hat also sozusagen die Mobilität in den 60er Jahren, das war ja das Thema, ja, also man konnte die Straßen gar nicht breit genug bauen und man wollte Dynamik und Eleganz in der Architektur. Also wir sagen manchmal so Laissez-faire-Ringelpulli-Architektur, ne? Und das ist wirklich so ein klassisches Beispiel. Und im Gestaltungsbeirat haben die Experten wirklich oft genug gesagt, macht's doch bitte einfach wieder weiß. Es ist so ein klassischer Stahlbetonbau. Diese Philosophie kann man natürlich auch vertreten. Aber wir haben gesagt, nein, dafür ist der Standort zu dominant, vor allen Dingen gegenüber jetzt mit dem Hotel, der Burg und dem Stiftsquartier. Wir wollen da was anderes schaffen. Wir wollen vor allen Dingen diese Angstsituation in diesem Haus beseitigen. Wir wollen es transparenter machen, mehr Licht reinbringen und wir wollen eine Menge Grün reinbringen. Und das will ich Ihnen jetzt mal zeigen. Weiter. Vielleicht nochmal eben die Rückseiten, aber ich glaube, das kennen Sie alle sehr gut. Graffitis und so weiter. Einfach nicht schön. So, wir haben uns das Haus so vorgestellt, dass wir das weiße, dynamische Parkhaus wieder im Licht erstrahlen lassen wollen. Wir werden dort eine sehr dynamische Netzstruktur vormachen, die nachts wunderbar beleuchtet ist. Und wir wollen die Brüstungen, die werden übrigens weggenommen und komplett neu betoniert, also dass diese ganze Rostsituation da weg ist, weil das ist auch in keinem guten Zustand vom Beton her. Wir wollen die ganzen auskragenden Teile, Sie sehen diese Unterzüge, die da im Rhythmus unten drunter sind, auch wieder schön im Weiß erstrahlen lassen, innen wie außen. Das Parkhaus wird im Erdgeschoss vollständig verglast. Ich kann Ihnen versprechen, dass dort, wo jetzt rechts von der Einfahrt da noch eine milchige Glasscheibe da ist, da wird ein tolles Fahrzeug stehen, ein Abschleppwagen aus den 60er Jahren, ein echtes Oldtimer Highlight, um das zu zeigen. Es wird dort unten auch Leben reinkommen, also es wird nicht einfach nur doofes Parkhaus sein und wir werden dort immer grüne winterfeste Pflanzen mit einem sehr aufwendigen Beregnungssystem einbauen an den Brüstungen. Es wird dort runterranken, sodass wir also eine schöne grüne Wand bekommen. Wir wollten eben auch einen gewissen ökologischen Beitrag dort leisten. Das ist sicherlich jetzt keine Weltklimaveränderung, aber wenn man Grün einsetzen kann an so einem Haus, finden wir, dass es auch opportun ist. Und ich glaube, dass sich das Bild dadurch sehr stark verändern wird. Wir sind noch in wilden Diskussionen, welche Pflanze es nun werden soll. Es wird von kriechendem Kirschlorbeer bis zum Weihrauch gerade mit diversen Baumschulen Experten diskutiert und über die Art des Bewässerungssystems. Das muss natürlich auch alles ökologisch einwandfrei sein. Die Familie Dreier als Eigentümer möchte auf gar keinen Fall, dass das irgendwie vertrocknet, da runterbaumelt und nicht gepflegt wird. Es wird also eine Dauerpflege eingerichtet. Sie können davon ausgehen, dass dieses Bild, was wir Ihnen heute zeigen, auch Bestand haben wird. Es wird auch an den Seiten mit Grün gearbeitet. Sie sehen da schon, da wollen wir mit wildem Wein arbeiten, weil der schafft es von der Rückseite, sich rumzuranken. Da, wo die Treppe ist, kriegen wir leider nichts eingepflanzt. Und an der Giebelseite, die Sie hier sehen, wo die Treppe hochgeht, da ist das Büro für, wie heißen Sie noch, Stadtteilagentur, schon engagiert. Da soll eine Malerei aufgetragen werden, aber jetzt nicht irgendwie so ein Postkartenkitsch oder Lüftelmalerei aus Oberbayern, sondern da soll ein tolles Motiv hin. Da müssen wir mal gucken, wer das am Ende macht. Das muss Niveau haben, dass dort auf die Geschichte Hördes
eingegangen wird. Also nicht Mittelalter, sondern schon die Industriegeschichte mit der Brauerei und dem Stahlwerk. Aber ansonsten, Sie sehen, es wird ein sehr lichtes Parkhaus. Und ich glaube, wenn Sie mal weiterklicken, dann sieht man auch, wie das Ganze nachts aussieht. Also auch hier Sicherheit, Übersichtlichkeit, vollständig beleuchtet, kein Angstraum mehr. Sie können ohne Probleme auch alleine zu Ihrem Auto gehen. Es wird Kameras geben, es wird einen Aufzug geben, es wird eine Überwachung geben. Also das ist nicht mehr dieser dunkle, unansehnliche Ort, sondern es wird eine hohe Qualität bekommen. Und ich glaube, das wird schon attraktiv werden. Und dass dort an der Stelle ein Parkhaus sinnvoll ist, wo ich unten reinfahren kann und eine Etage höher in die Altstadt gehen kann, ich glaube, das werden auch viele ältere Menschen genießen, denn es ist eben nicht so ganz einfach, in Hörde einen Parkplatz zu finden. Da spreche ich aus eigener Erfahrung. Wenn ich unser Büro in der Altstadt anfahre, ist das jedes Mal ein Drama. Und die Parkplatzaufteilung im Parkhaus wird auch komplett neu gemacht. Also alle Belege werden erneuert, die Decken werden erneuert. Es kommt eine vernünftige Beleuchtung rein, wie gesagt. Und die Aufteilung der Parkplätze wird natürlich auch eine bessere. Das ist ja alles noch 60er Jahre, da waren die Autos 40 Zentimeter schmaler. Ja? Sie werden also bequem aussteigen können. Es wird selbstverständlich Behindertenstellplätze in ausreichender Anzahl geben, Frauenparkplätze in den unteren Etagen und alles, was dazugehört. Und oben auf dem Dach gibt es nochmal einen wunderbaren Ausblick auf den Phoenixsee und auf die Altstadt. Meine Frage direkt, wird man auch die neueren Autos, also die E-Autos, aufladen können? Ladestationen sind in der Diskussion. Ja, da prüfen wir gerade die Trafoleistung. Also das ist ja auch nicht so ganz einfach. Da bedarf es auch einiger Kilowatt. Übrigens auch im Stiftsquartier eine ganze Batterie an Ladestationen. Das Thema wird sehr ernst genommen, auch für Fahrräder. Wie viele Stellplätze werden wir insgesamt haben? Oh, jetzt haben Sie mich erwischt, kann ich Ihnen gar nicht sagen. Aber okay. Ein paar weniger als heute, weil wir eben eine etwas breitere Stellplatzaufteilung vornehmen. Okay, und wann wird der Umbau begonnen und wann wird die Fertigstellung? Ja, wir wollen, die Ausschreibung geht diese Woche auf den Markt. Ich gehe davon aus, dass wir irgendwann im September, Oktober dort anfangen. Wir wollen eben auch dort die dreckigen Rohbaugeschichten, also Rückbau der auskragenden Teile und Rohbauteile, dass wir die mit Fertigstellung der Fassstraße auch weitgehend abgeschlossen haben. Das würde ja passen. Genau. Also richtige Fertigstellung, ich sag mal, in dem Frühjahr nächsten Jahres. Man kann ja jetzt schon reinfahren. Wir werden auch nicht immer das ganze Parkhaus sperren. Wir werden das in Abschnitten machen, dass wir immer dort eine gewisse Infrastruktur vorhalten. Und die Rückseite wird eben keine Rückseite mehr sein, sondern auch die wird in einer hohen Qualität saniert. Es gibt komplett neue Fenster, also diese etwas gabbeligen, schrabbeligen Fenster werden dort verschwinden. Die Fenster sind allerdings auch nicht einfach. Da muss A, eine Belüftung durchgehen und B, müssen wir natürlich auch einen Schallschutz gewährleisten. Wir wollen natürlich, wir haben extra einen Gutachter eingesetzt, damit die Schallproblematik nochmal untersucht wird, damit der Verkehrslärm, wenn da irgendeiner trotz... wenn einer verrückterweise meint, er müsste seinen 12-Zylinder nachts um 12 hochjubeln, dass das nicht durch ganz Hörde geht. Das ist ja heute auch so ein bisschen ein Problem. Also das haben wir alles auf dem Schirm sozusagen und die Dreier sind da sehr engagiert, dort ein wunderschönes Parkhaus zu haben. Die 12-Zylinder sind eher das Problem in der Hörder Bachallee gerade. Mit den Posen. Ja, Okay, danke für die Darstellung. Ich glaube, dann sind wir auch mit dem Parkhaus durch. Dann würde ich bitten, dass der Kollege die Präsentation dann wieder wechselt. Und wir würden mit der Nagelschmiedegasse weitermachen und Herrn Hoffmann. Herr Hoffmann. Ganz kurz nochmal, bevor die Nagelschmiede kommen, ist jetzt mehrfach eine Frage gekommen zur Höhe des Stiftsquartiers. An der Hörder Bachallee lese ich gerade, schon mehrfach gewesen. Wir sind also ziemlich genau mit der Höhe der Nachbarbauten auf einer Ebene. Wir gehen also nicht höher. Okay. Also dann, Herr Hoffmann, jetzt. Ja, genau. Warum wird eigentlich die Nagelschmiedegasse in das Gesamtprojekt mit einbezogen? Was will die Stadt Dortmund damit erreichen? Wir hatten ganz am Anfang, zu Beginn unserer Städteerneuerungsmaßnahme, schon sehr viele Jahre her, quasi eine Abfrage gestaltet, wie hoch Angsträume sind. Und da war ein Punkt dabei, die Nagelschmiedegasse. Das war früher eine private, dunkle, schmale Gasse, die gar nicht beleuchtet war. Und da hielten sich viele Jugendliche auf und war ein Angstraum. Und Bürger baten uns, diesen Zustand zu ändern und hatten uns dann derer angenommen.
Wir haben das Glück gehabt, dass wir die Grundstücke, die privat waren, erwerben konnten und haben die dann auch entsprechend durch ein Bebauungsplanverfahren öffentlich-rechtlich festgesetzt. Wir hatten zwei Gebäude, eine ehemalige, wir hatten ja hier den Böcklingshof und später dann eine Schreinerei. Und vorne war ein ehemaliger Kiosk, wo zuletzt dann quasi auch ein Friseurgeschäft beheimatet war. Die hatten dann ihre Nutzung aufgegeben und konnten die Gebäude abbrechen. Das war im Jahr 2018 und haben dann die Fläche provisorisch hergestellt. Und so sieht der Bereich heute aus. Und hier sehen wir jetzt quasi, wie die Gestaltung werden soll. Wir haben die Treppenanlage im Rahmen des Umbaus der Fassstraße mit hergestellt. Eine Rampe dazu quasi im Einbindungsbereich des Wallrabenhofes. Selbst der Einbindungsbereich war nicht barrierefrei und haben den jetzt quasi durch die Rampe erreicht. Wir haben dann ein durchgängiges Pflasterband quasi von der Treppe bis zur Alfred-Trappen-Straße. Es wird der Stein, der in der Fassstraße und am Phoenixsee liegt, als verbindendes Element und unterbricht quasi die Pflaster oder den Klinkerstein der Nagelschmiedegasse. Können wir da nicht noch ein paar Steinchen wegnehmen, damit ich meinen wilden Wein dahin pflanzen kann? Wir haben da noch einige Pflanzbeete, dann müssen wir im Detail dann noch mal sehen, was da noch machbar ist. Da müssen wir noch mal mit den Kollegen vom Tiefbauamt sprechen, Herr Breckel. Ich nehme das mal auf und dann gucken wir mal. Ja, weil sonst ist da ja innerhalb von kürzester Zeit Graffiti dran. Ne? Nicht, dass Sie uns jetzt hier ins Planverfahren reinschieben, Herr Breckel. Nein, das nicht. Also die Sache des Ausbauplans. Wir haben jetzt hier rechts, da haben wir die Seitenwand der Treppenanlage. Da schließt dann die sogenannte Bastion an und wird eine von drei Stelen dort stehen. Und auf den Stelen, wir hatten also auch hier das Stadtarchiv mit beteiligt und Hörder Geschichtsvereine, wollen wir... Kann man die Präsentation ein bisschen weiterlaufen lassen vielleicht? Dann kann man das schon ein bisschen erkennen auch. Die Stele haben wir, das ist noch nicht das Original, sondern quasi noch ein älteres Bild. Das sind ja noch die Wallhinweise mit Stadtkarte. Wir haben quasi aus Cortenstahl in Erinnerung an die Hösch-Vergangenheit wollen wir Stelen aufbringen mit geschichtlichen Inhalten. Wir haben hier Bilder. Und vorne an der Bastion haben wir vor, dass wir da die geschichtlichen Epochen der Entwicklung des Phoenixsees darstellen, wie das um die Jahrhundertwende war und dann, wie sich der Bereich entwickelt hat, mit und ohne Stahlwerk, dann bis zum See. Hier sehen wir den Bereich, das ist die Bastion. Und in den weiteren zwei Stelen wollen wir dann auch so einen örtlichen Bezug auch schaffen zu dem Bereich. Das hier haben wir ehemals die düstere Gasse und haben wir noch sehr interessante Bilder, die wir dann auch damit veröffentlichen wollen und wollen über dortmund.de dann auch entsprechende Hinweise noch abrufbar machen. Das wäre dann beides, über einen QR-Code oder so, dass man eben... Ja, das barrierefrei über einen QR-Code, dass man nach dem Zwei-Sinne-Prinzip das dann auch abrufen kann und haben ja auch in das Stadtarchiv mit eingebunden. Wir sehen ja auch einen Längsstreifen als Führungselement auch hin zu den Stelen. Wir haben hier etwas höhere Grundbeete vorgesehen mit schmalzkronigen Bäumen. Wir haben hier quasi, man ist sich noch nicht ganz klar, welche Baumart es werden soll, aber durch die Anforderungen der Feuerwehr kann kein großer Kronendurchmesser soll sich entwickeln und entsprechend sieht dann die Baumart aus. Dass wir in Weser hier bei einer Zierkirsche, beim Blasenbaum oder bei einem Weißborn sind, die maximal in der Krone bis 3 Meter breit werden oder eben eine Säulenform bis 2 Meter bekommen. Weil die Sicherheit, wir haben ja Feuerwehrstandplatz an dem Gebäude, was wir hier rechts sehen im Bild. Und dann haben wir die Drehleiter, die berücksichtigt werden muss. Und da haben wir leider keine größere Möglichkeit. Okay. Ist das eigentlich so, dass man von der Alfred-Trappen-Straße sozusagen in der ganzen Flucht dann bis zum See durchsehen kann?
Das klappt nicht ganz so, ich habe das mal geguckt, so, aber auf Mitte des Weges kann man bis zum Wörderhafen schauen. Und ich finde, das ist eine ganz nette Sache dann, wenn man schon das Ziel vor Augen hat. Wir haben ja dann die Treppe und dann die Fußgängersignalisierung, wo man also leicht dann rüberkommt. Das heißt, wir haben neben der Hermannstraße eine zweite starke Fußwegeverbindung aus dem Zentrum zum See und umgekehrt, kann man das so sagen? Ja, das kann man so sagen. Okay. Ich auch betone, wir haben ja die Vernetzung quasi der beiden Quartiere uns als Ziel gemacht und die Hermannstraße wird ja durch die Mittelinsel massiv aufgeweitet und hier haben wir noch weitere und bei allen Straßen quasi, die vom Zentrum zur Fahrstraße führen, haben wir auch entsprechende Querung und Querungshilfen vorgesehen. Machen Sie da doch mal einen Flohmarkt auf der Strecke, vom Wasser bis oben in die Stadt. Es sind ja Überlegungen zugange, wie man die Bereiche durch Veranstaltungen besser vernetzen kann. Und ich kann mir vorstellen, dass in der Richtung dann auch was kommen wird. Wird das ja eh dann schon sein. Genau, wenn wir Corona dann endgültig mal hinter uns gelassen haben, können wir wieder am Brückenfest mit Belebung der einzelnen Verbindungen dann auch herstellen. Herr Hoffmann, wann wird die Nagelschmiedegasse fertig sein? Wir bereiten alles vor, dass dieses Jahr der Auftrag dazu vergeben werden soll. Da ist natürlich dann noch ein Vergabeverfahren notwendig. Das dauert leider seine Zeit und kann sich auch verzögern. Und wir sind im Moment dabei, die letzten Gespräche nochmal mit den anliegenden Eigentümern zu führen. Und der Ausbauplan ist soweit fertig und dass er jetzt quasi in die LV-Erstellung geht, dass wir dann im nächsten Jahr einen Baubeginn haben werden. Okay, ja, vielen Dank erstmal bis hierhin. Dann würde ich jetzt bitten, den Kollegen Rolf Martin wieder auf die andere Präsentation, auf die Animation zu gehen, sodass wir in der Fassstraße weiterfahren können und am Ende am Stadteingang auskommen, wo ich dann an die Kollegin Brigitte Karhoff und Jutta Sankowski übergeben werde. Vielleicht kann Herr Sagolla nochmal auf die Straße gucken sozusagen und eventuell auf die eine oder andere Geschichte, die bis dahin passiert, auch nochmal aufmerksam machen. Ja, wir haben gerade die Unterbrechung des Mittelstreifens hier gesehen, wo man dann eben auch mal von der einen Straßenseite zur anderen rüber kann. Hier haben wir wieder den Querschnitt, wie ich ihn vorhin schon beschrieben habe. Also können wir weiterfahren. Also mit der Fahrbahn 5 Meter, dann 1,85 Meter der Fahrradstreifen, dann der Gehweg beziehungsweise hin und wieder dann auch mal die Möglichkeit zum Parken, die Bäume. Ja, jetzt haben wir den Übergangsbereich in die Vierstreifigkeit. Das sieht man dann hier, denke ich, sehr deutlich, dass hinter der Kreuzung dann eben auf der rechten Seite nach Norden zu die Fahrbahn die klassische Breite bekommt, 6,50 Meter und wir dann eben auch die Mitteltrennung hier haben. Ne? Also das ist der Anschluss an den Bestand und von Norden kommend haben wir hier im Grunde dann den Verflechtungsbereich. Man sieht im hinteren Bildteil, wo auch noch die zwei Fahrspuren ankommen, die Mittelmarkierung aufhört, dann haben wir hier schon die überbreite Fahrbahn mit dem Andeuten von zwei Pfeilspitzen, die bedeuten, dass die Autofahrer, wenn hier rot ist, sich möglichst dann nebeneinander aufstellen und dann hier zusätzlich eben der Linksabbiegerstreifen, um in das Hafenquartier an dieser Stelle reinzukommen. Weiter dann. Ja, hier fächert sich das dann nochmal in Richtung Norden auf mit der Linksabbiegespur hinter dem Mediamarkt, ne, um da in dem Bereich dann auch reinzukommen. Also wer zum Mediamarkt zum Beispiel will, ne, der stellt sich dann hier auf die Linksabbiegespur, um dann in die Parkhauseinfahrt direkt jenseits dann dieser Einmündung dann einfahren zu können. Und hier löst sich dann auch die Situation auf mit dem fahrbahngebundenen Radweg. Hier wird der dann auf das Board genommen und an Bestand angebunden. Hier haben wir dann die Situation, dass der Fahrradfahrer auf dem Randbereich zusammen mit dem Fußgänger dann über die Brücke geführt wird. Also durch ein Board getrennt, aber dann eben auch, ja, wir sehen hier die Rampe,
Das ging nicht anders herzustellen. Ich frage mal zwischendurch. Was meinen Sie jetzt mit ging nicht anders herzustellen? Das sozusagen da die Trennung aufrechterhalten wurde zwischen Gehweg und Ja, das Radfahrweg. Ist ja schon gebaut. Also das ist ja bestanden. Nur unter der Verlust einer Fahrspur. Ja, ja, man hätte dann daneben bauen müssen. Ne? Aber hier reichen die Breiten eigentlich nicht, um die Maße dann durchzuhalten. Und man hätte hier jetzt dann auch alles neu bauen müssen. Und das ist, glaube ich, erst vor, weiß ich gar nicht, 10, 12 ja. Jahren okay. In diesem Brückenbereich alles erneuert worden. Dann wären wir auch in Rückzahlungsverpflichtungen von Fördermitteln gekommen und. Also das hätte richtig einen Rattenschwanz nach sich gezogen. Und man muss auch sagen, hier haben wir auch dann schon eine deutlich andere Verkehrsbelastung. Ne? Also wir haben hier relativ starke Ströme, die hier rausgehen und reinkommen. Und dieser Querschnitt dann der Fassstraße ist deutlich höher belastet als das, was dann nach Süden weitergeht. Ne? Also hier brauchen wir eigentlich auch die 4 Fahrstreifen. Also in 10 Jahren, wenn wir ein Stück weit Verkehrswende geschafft haben, dann kann man auch wieder über andere Querschnitte hier nachdenken. Okay. Dann kommen wir jetzt langsam an den Stadteingang und dann würde ich mal tatsächlich an Brigitte Karhoff und Jutta Sankowski übergeben. Ja, vielen Dank. Wir kommen jetzt zu einem der zentralen Bausteine im Eingangsbereich der Fachstraße. Nach Norden hin betrachtet und Jutta Sankowski hat die Planung für den neuen Stadteingang koordiniert. Und ich würde Sie jetzt gerne bitten wollen, die zentralen Elemente und Zielsetzung der Stadteingangsplanung noch einmal für alle vorzustellen. Ja, mache ich gerne. Lass uns mal den kleinen Rundgang machen. Oder Rundflug. Hier kommen wir zur Fahrstraße, rechts die Bushaltestelle, da gab es bisher gar kein Bushäuschen, das ist neu. Hier können wir gleich was zum Thema Radfahren sagen, auch nochmal eine spannende Stelle. Soll ich oder machst du? So, weiter? Wir hatten eigentlich noch einmal gedreht. Gut, hier sieht man ja hervorragend auch nochmal die Nähe zum Phoenix-Gymnasium. Ja, im Prinzip das, oder jetzt sieht man hier links auch ein bisschen die Gestaltung vom Schulhof, das ist alles aus einem Guss. Also das ist auf Grundlage eines Wettbewerbs entstanden. Und vielleicht können wir jetzt ein paar Bilder reinschieben, oder? Ja, Augenblick mal. Ich würde an der Stelle jetzt gerne mal, das war mir ein bisschen zu kurz gekommen, mich ganz herzlich bei meinem Kollegen vom Vermessungs- und Katasteramt bedanken, der diese 3D-Visualisierung gemacht hat und die Videos. Also insbesondere beim Stadteingang haben wir nämlich jüngstens noch Änderungen gehabt, die wirklich dann auf den allerletzten Drücker reingekommen sind. Und ja, ohne den Einsatz wäre das nicht geklappt und könnte man Ihnen jetzt nicht so schön zeigen. Ja, das finde ich gut, Jutta, dass du das jetzt hier nochmal gesagt hast. Man muss ja wirklich auch dazu sagen, die Fassstraße war der erste Fall in Dortmund, wo wir mit so einer 3D-Animation die Planung sichtbarer gemacht haben. Sonst haben wir ja immer nur wirklich die gezeichneten Pläne gehabt und dann mal einen Querschnitt, wenn es hochkam, auch mal eine Perspektive gezeichnet. Sowas ist natürlich ganz was anderes, wo man auch Kamerafahrten machen kann, 360 Grad drehen kann und sich Situationen wirklich von jeder Perspektive dann anschauen kann. Das war hier zum ersten Mal und da haben die Kollegen wirklich Großartiges geleistet, denke ich. Ja. Ja, und auch ein bisschen neuen Standard gesetzt, glaube ich. Das ist schon toll. Ja, ja, alle wollen das jetzt bei allen etwas größeren Maßnahmen immer haben. Wobei das hier in beide Richtungen geht. Also ich denke, es ist sowohl jetzt zur Erklärung und Erläuterung der Planung für jeden, jedermann, jede Frau wichtig, aber auch nochmal zur Überprüfung für die Planer, ob man alles beachtet hat. Und, ja, für uns ist das natürlich auch ganz hilfreich, klar. Also insofern. Dann, um das noch abzurunden, den Wettbewerb hatte seinerzeit das Büro WWP Landschaftsarchitekten aus Bochum gewonnen. Die haben dann auch den Umbau des Schulhofs begleitet und der Stadteingang ist sozusagen von der ganz Gesamtgestaltung hier das dritte Feld. Konkret hier sieht man ja schon so ein bisschen Bewegung, aber auch viel Grün und gleichzeitig auch ein Teil dieser, wir nennen das Adresse eben des Stadteingangs, wenn man von Norden kommt und nach Hörde reinfährt,
dann ein besonders attraktives Entree zu machen. Und ja, was hier noch spannend war, dass wir eine Beteiligung durchgeführt haben, was die Ausstattung angeht, hier mit Spiel- und Sportelementen. Das haben wir in zwei Phasen gemacht, auch mit Hilfe wieder von den Kollegen vom Vermessungs- und Katasteramt dann Visualisierung gemacht. Dann wurde regelrecht abgestimmt in einer ersten Phase. Also Adressaten waren natürlich speziell die möglichen Nutzer, die das dann in der Regel eben jüngere Erwachsene und Jugendliche. In der zweiten Runde war es dann so, dass wir die favorisierten Elemente haben einbauen lassen, also auch wieder sozusagen erst im Plan und dann hier schön in 3D. Und dann auch nochmal zur Beteiligung eingeladen haben. Und da stellte sich dann heraus, das sieht man jetzt gerade bei diesem Foto ganz gut, dass hier diese runde, leicht erhöhte Ecke, da war zuvor noch ein Sportgerät und Trampoline vorgesehen. Das war dann ein einheitliches Stimmungsbild, dass man das doch bitte von dieser Kreuzung da weg verlegen möge, in den geschützten hinteren Bereich. Und was wir jetzt hier gemacht haben, dann auch die Mauern, die haben hier an dieser Stelle 80 cm, also ein bisschen so halb stehend sitzend, aber eben auch ein bisschen Abschirmung dann zum Verkehr. Dann könnte man vielleicht, könnte man die Fotos noch mal kurz durchgehen, dann sieht man noch mal, dass wir hier das weiße Dach ist noch ganz schön, da hoffen wir, dass wir das erhalten können, das wird gerade noch geprüft. Genau, das ist ja wirklich ein jahrelanger Prozess gewesen, tatsächlich an den Punkt zu kommen, dass das jetzt auch umgesetzt werden kann. Wir kennen alle oder die meisten die Situation durch den Autohändler dort vor Ort und Sie sehen jetzt die Qualität, die da entstehen wird. Eine hervorragende Planung. Hier sieht man schon so ein bisschen die Spiel- und Sportelemente. Also links, das ist eine Calisthenics-Anlage hier, sieht man so ein bisschen die Stäbe. Die Trampoline sind auch sozusagen zu Spiel- und sportlicher Betätigung geeignet. Dieser hellgraue Bereich in der Mitte, das soll möglichst feiner belagt werden, wo man vielleicht auch skaten kann oder ähnliche Sachen machen. Diese braunen Elemente, das sind diese Bankelemente, die wir schon auf der Hörder Brücke haben, die überaus beliebt sind, so als Treffpunkt. Und die werden wir hier auch wieder verwenden. Die waren auch in der Abstimmung, dann lagen die ganz vorne. Ist mal darüber nachgedacht worden, zur Straße eine Hecke zu pflanzen? Ja, im Prinzip gab es da viele zumindest Gedanken in die Richtung, aber wir wollen hier auch eben das Offene, das Freundliche und dieses Entree dann haben. Also das sozusagen jetzt zu verstecken, fanden wir auch unglücklich. Also es soll schon öffentlich und transparent sein und das kriegen wir hier nicht anders voneinander. Dann wäre noch interessant, ja hier, das wäre noch nicht so eine spannende Stelle, weil das der Bereich ist, wo man dann auch als Fahrradfahrer dann hier von sozusagen in diese Richtung zu mir hinfahren könnte, zur Richtung Sporthalle entlang, wenn man zur Schule möchte oder weiter zur Innenstadt, dann braucht man sich nicht hier bei dieser etwas abenteuerlichen Radwegeführung dann da an der Fassstraße dann möglicherweise. Ja, oder ich denke mal, hier sieht man das ein bisschen. Wir haben ja dann man sieht im Vordergrund wieder diese Mischung von Fuß- und Radweg. Und im weiteren Verlauf wird es dann getrennt und auf die Straße runtergeführt. Aber man kann dann auch oben fahren, wenn man zur Schule will. Quert aber da im Prinzip, man fährt vor der Bushaltestelle entlang, was natürlich auch nicht so ganz perfekt ist. Aber es ist nicht mehr Platz da. Die Zwangspunkte waren eindeutig. Es wurden alle Varianten ausprobiert und kann nur so laufen. Wir haben mal den Bereich, wenn man jetzt hier quasi vorne die Fahrradfahrer sieht und jetzt rechts abbiegen würde, das ist ja über 4 Meter breit, der Bereich, dann kann man auf einem autofreien Weg dann weiter Richtung Schule und auch weiter Richtung City fahren. Also wenn man die graue Wand an der Bushaltestelle einfach etwas höher führen würde, dort Sitzbänke anschrauben würde, könnte man die ganze Busbude einen halben Meter nach hinten rücken. So nach hinten verschieben. Ich finde sowieso, die Stadt Dortmund sollte sich mal dringend des Themas Bushaltehäuschens widmen. Weil das ist echt übelste Stangenware. Also das ist jetzt das neueste Design mit dem Werbepartner. Das wird jetzt erstmal so. Ist das Wall? Der Werbepartner? Nee, dann wir haben einen neuen Vertrag. Horst, hilf mir. Sagst du nochmal? Ich meine, die Firma Wall mit dabei.
Also ich habe mit denen mal eine lange Diskussion gehabt, dann habe ich denen mal eins gebaut und dann waren sie ganz begeistert. Also die müssen ja nicht deswegen teurer sein. Ne? Und aber wie oft haben die das dann nachgebaut? Keine Ahnung, aber da gab's ja, hier gab es ja auch mal einen Riesenwettbewerb, den hat Kleihus damals gewonnen, sehr schöne dunkelrote Form, schöne Häuschen. Also diese Häuschen neigen natürlich zum Vandalismus, je hässlicher die sind. Ne? Da haben Sie wohl recht, ja. Aber das Thema haben wir auch schon häufiger mal thematisiert. Ich meine nur, jetzt haben wir ja hier eine Rückseite vom Bushäuterhäuschen, dann kommt 30 cm Pflaster und dann kommt eine Mauer. Also dass dahinter der Müll liegt, ist ja jetzt schon klar. Und wenn man eigentlich soll es direkt anschließen, genau, weil das eben sonst passiert, was Sie sagen. Ja, aber wenn man einfach da die Mauer, die ja eh gebaut wird, auf Glashöhe hochziehen würde und die Sitzbänke an die Mauer schrauben würde, würde man schon A, Platz sparen, B, eine Rückwand sparen. Und man hätte irgendwie, finde ich, das mehr integriert. Das ist so wie vom Kran gefallen. Ne? Ja, das ist immer die Frage, einen Augenblick bitte, die Frage des Experten Herrn Freckel zum Anlass, auch ausdrücklich nochmal das Publikum hier zu Fragen zu animieren im Chat. Wir werden gleich auf jeden Fall Zeit haben, auf Ihre Fragen nochmal einzugehen. Nutzen Sie jetzt auch die Chance, während der Vorstellungsrunde schon mal zu überlegen, was Ihnen noch auf den Nägeln brennt, und spielen Sie Ihre Fragen in den Chat ein. Die greifen wir dann nochmal auf. Aber jetzt nochmal zurück an Jutta Sankowski. Ja, vielleicht nur nochmal zu ergänzen, dass wir, also bisher gab es ja gar kein Bushäuschen hier und das war jetzt praktisch schon vorgegeben im Rahmen der Fassstraße. Wir können aber vielleicht das Gespräch nochmal suchen. Das ist ja, der gehört ja DSW 21, ob die da Sonderkonstruktion machen würden, aber. Nein, ich will mich da auch gar nicht in eure Häuschen einmischen. Ich war nur mal so, es fällt mir nur direkt auf. Also. Ich glaube, die Nachricht ist angekommen. Sorry. Vielleicht kann man bei diesem Bild noch darauf hinweisen, dass hier der Stadteingang sozusagen ja auch deklariert wird, indem man, das kann man jetzt schlecht erkennen auf dem Bild, ist ein bisschen dunkel geraten, da steht der Schriftzug Hörde, also der ja sozusagen da auch noch eingebaut wurde. Ja, die könnte man auch besser lesen, wenn die Wand etwas höher wäre. Kann man Schild machen. Okay, gibt es noch weitere Teile, Jutta? Nö, das wäre es eigentlich im weitesten. Also gerne noch Fragen, also mir ist das mittlerweile so vertraut. Wir haben im Prinzip sehr, wie gesagt, die Anregungen konnten wir viele aufnehmen. Es ist noch mehr Grün als vorher, mehr Bäume. Also man sieht auch da rechts vor der Halle noch Bäume, die hatten wir vorher nicht da. Ja, gibt es noch weitere Elemente, die ja gerade auch durch die umfassende Beteiligung zum Tragen kommen konnten und die auch nochmal deutlich machen, wie wichtig und sinnvoll tatsächlich einerseits diese sehr anschauliche Vermittlung der Planung ist und auf der anderen Seite dann auch die Chance, tatsächlich das ein oder andere dann eben noch mitzubestimmen. Ja, also wir haben, waren irgendwie ganz froh, dass sich einige Sachen bestätigt hatten, also was vielleicht auch an dem guten Planungsbüro WBP Landschaftsarchitekten liegt. Also das war schon alles sehr nah an dem, was da auch angeboten werden sollte und was auch da gut passt. Und darüber hinaus haben wir aber auch eben nochmal so neue Aspekte, gerade zum Thema Radwegeführung. Wir haben jetzt auch nochmal Thema Radbügel und dann eben die Abgrenzung noch deutlicher zur Straße zu wählen. Das war jetzt schon nochmal ein wichtiger Aspekt, der aus der Beteiligung aufgegriffen wurde. Und dann wurde das hier entsprechend umgeplant. Gut. Okay. Vielleicht noch eine Frage zur Beteiligung. Die stach ja schon ein bisschen hervor, weil wir ja keine normale Beteiligung in Corona-Zeiten durchführen konnten, sondern eigentlich fast komplett auch digital mit relativ vielen Rückmeldungen auch erfolgt ist. Ja, sag du doch nochmal was, wie wir alles, auf welche Medien wir hatten. Ich bin hier nicht der Experte, ich bin nur der Moderator. Ach komm. Also. Gut, dann ergänze ich das mal an dem Punkt. Also wir hatten bis zu 1000 Rückmeldungen bei der Frage darum, welche Spiel- und Bewegungsgeräte dort eben halt installiert werden sollten. Da haben sich viele vom Phoenix-Gymnasium, aber auch viele andere Jugendliche vor allen Dingen aus dem Hörder Stadtgebiet beteiligt. Also das fand ich persönlich schon relativ großartig. Also so viel Beteiligung hätten wir bei einem normalen Beteiligungsverfahren in Form von Präsenzveranstaltungen, wie sie sonst immer gelaufen sind, eben halt wahrscheinlich nicht gehabt. Also das fand ich schon großartig. Darf ich noch eine Frage zur Bushaltestelle stellen? Nein.
Nein, nicht zum Design, keine Angst, keine Panik. Sind die schon digitalisiert, also die Anzeigen, die Busanzeigen? Nein, in der Regel noch nicht. Das wird aber kommen, ne? Und dann, weil da haben die hier in Münster auch ein bisschen das nicht beachtet am Anfang, weil diese Masten, wo dann die Dinger dran stehen, also der Bus kommt in 3, 2, 1 Minute, ne? Die stehen nämlich in der Regel vorm Buswartehäuschen. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass das Ding hinterher nicht im Radweg steht, ne? Herr Breckel, das Thema werden wir sicherlich nochmal aufgreifen. Ich würde jetzt nochmal gerne eingehen auf die Fragen, die jetzt gerade noch eingegangen sind. Gabi Schulden, möchtest du die einspielen? Eine direkte Frage gab es jetzt auch noch zu den Fahrradstellplätzen und E-Bike-Möglichkeiten. Jutta, kannst du da was zu sagen? Also im Bereich hier des Stadtergangs ist nichts geplant an E-Bike-Ladestationen bisher. Ansonsten denn in also, dem Bereich? Also Bike-Ladestation sage ich vielleicht mal was dazu. Das Thema gerne. Wird vollständig überstrapaziert. Also Ladepunkte im Stadtgebiet für Autos, ja. Die braucht man sicherlich an verschiedenen Stellen, auch im öffentlichen Raum, aber noch viel häufiger, sage ich mal, bei Arbeitgebern an Stellen, wo die Autos dann länger stehen. Aber heute sind die E-Bikes, eigentlich haben alle Ladezustände. Ich kann bequem von dem hintersten Fleckchen von Dortmund in die Innenstadt fahren mit einer Akkuladung und fahre auch ganz locker wieder zurück nach Hause. Und ich würde einen Teufel tun, mein Ladegerät mit mir rumzuschleppen, um irgendwo im Stadtgebiet dann nochmal nachladen zu können. Also das Thema Laden unterwegs für E-Bikes ist eigentlich nur ein Thema, wenn ich freizeitmäßig über längere Strecken unterwegs bin. Also ich sag mal, ich fahre den Ruhrtalradweg, ne, und habe vor, tatsächlich an einem Tag 120 Kilometer zu machen. Dann ist das Thema, ich mache eine Kaffeepause unterwegs und muss dann eine Möglichkeit haben, den Akku zu laden, ist dann ein Thema. Oder ich nehme von vornherein einen zweiten Akku mit und lade dann wieder sozusagen an meinem Quartier, wo ich dann übernachte, um am nächsten Tag weiterzufahren. Also das ist eigentlich kein Thema. Also wir bauen Ladestationen da, wo wir Bike- und Reitanlagen bauen, also diese Fahrradkäfige. Wir haben auch Lademöglichkeiten am Hauptbahnhof an der Fahrradstation, aber sag mal, analog zu dem Ladepunkten für Autos haben wir eigentlich keinen Bedarf. Also wir werden am Radschnellweg Ruhr auch verschiedene Ladestationen dann sicherlich realisieren an solchen Bereichen. Aber ansonsten ist das eigentlich kein Thema. Das wird ganz viel im Moment immer diskutiert und gefragt, ist aber eigentlich keins. Der Kern der Frage zielte auch eher tatsächlich auf die Gesamtzahl oder auf die Anzahl von Fahrradstellplätzen generell. Meinst du generell in der City also jetzt hier? Nicht oder die genaue Anzahl, sondern sind eben ausreichend Fahrradstellplätze nicht nur hier im Stadteingangsbereich, sondern generell eingeplant? Ja, ich sag mal, im Seequartier, in dem Bereich haben wir natürlich Fahrradstellplätze, weil da auch viel mehr Ziele sind. Entlang der Fassstraße wird es auch im Randbereich einige Abstellmöglichkeiten geben, aber jetzt auch nicht in so großer Zahl, weil wir da jetzt auch nicht die Endziele so stark sehen. Also die Leute werden wahrscheinlich dann eben stärker, wie vorhin schon beschrieben, von Herrn Breckel ins Stiftforum fahren und da dann entsprechende Abstellmöglichkeiten finden in den Nebenstraßen dann und natürlich im Hörder Zentrum in solchen Punkten. Auf dem Stiftsplatz zum Beispiel, da werden wir oder haben wir ja auch schon Abstellmöglichkeiten, aber an der Fassstraße wird es welche geben, aber jetzt auch nicht in so großer Anzahl. Ja, vielen Dank. Es gab noch weitere Fragen. Gabi Schulden? Ja. Sind natürlich auch noch ältere Fragen, die dazu gekommen sind, während wir uns schon weiter bewegt haben. Genau. Würde ich gerne einmal noch zurückgehen. Da war irgendwo noch mal so eine Unklarheit darüber, wo denn eigentlich die beiden Denkmäler hinkommen von Konrad und Elisabeth. Da kann man vielleicht ganz kurz was dazu sagen. Ja, dazu gibt es auch Bilder. Also wir haben jetzt müsste Fassstraße, ja, noch, genau, da rechts stehen sie schon und das nächste müsste dann die auch nochmal zeigen. Also das ist der aktuelle Standortvorschlag praktisch genau hier im Bereich der Hermannstraße.
Das ist jetzt der erste Test hier der Visualisierung. Also im Detail kann sich das nochmal verändern. Das ist jetzt ein Vorschlag, den wir machen lassen für die, den Förderverein hier Schlanke Mathilde, die seinerzeit diese Skulpturen haben geschalten lassen und bauen lassen. Wegen des Umbaus der Fassstraße müssen die überhaupt umziehen. Also das war jetzt der Anlass. Okay, jetzt dann gucken wir noch. Also ich könnte mir vorstellen, dass die noch auf vielleicht doch noch auf einen Sockel kommen, damit die dann durch möglichen Lieferverkehr da nicht angebrempelt werden. Das steht irgendwie mitten in der Straße, ne? Ja, also ich glaube, da müssen wir nochmal wirklich im Detail gucken, dass weder am Laufweg stehen noch, wobei jetzt rechts ist ja kein Fahrtverkehr, das sind ja dann diese Laternenreihe. Aber auch dazu dient diese Visualisierung, wenn diese Skulpturen einmal konstruiert sind in 3D, dann kann man die relativ einfach da wie so ein Figürchen dann auch mal verschieben und gucken, ob sie gut stehen. Also da sind wir noch dabei, das ist jetzt hier ein Vorschlag. Okay, vielen Dank. Dann gab es noch eine Anregung für die Ausfahrt aus der Hörder Bachallee, nämlich dass man doch eigentlich die Zufahrt dahin nur AnwohnerInnen erlauben sollte. Dann möchte ich noch mal zum Parkhaus kommen. Da ist eine Teilnehmerin, die hatte gesagt, sie wünscht sich eine Illusion von der Hörder Fackel. Also habe ich auch nicht ganz verstanden. Bitte? Ich glaube, es bezieht sich auf vielleicht die Fassade, kann das sein, damit so zu machen? Ja. Also ja. Wie genau das aussehen soll. Ah, mit dem Bild. Ja, habe ich so verstanden. Ja, das ist eine tolle Idee. Der Hintergrund ist der, dass sie früher immer aufs Dach gegangen ist mit ihrem Sohn, um die Hörder Fackel anzuschauen. Und es war einfach großartig dort. Ah, Frau Döring. Ja, ich finde das eine ganz witzige Idee. Also ich finde auf jeden Fall, wenn man überhaupt, ich bin eigentlich kein großer Freund davon, was auf die Fassaden zu pinseln, ne? Weil die Halbwertszeit solcher Motive, die verbraucht sich halt sehr schnell. Aber wenn das wirklich einen Bezug zum Stahlwerk hätte oder zu der Aufbruchsstimmung seiner Zeit, das fände ich schon gut. Und dann muss es eben wirklich auch von einem Profi gemacht werden, ja? Da muss man wirklich Leute auswählen, die da sich beteiligen an so einem Verfahren, wenn man das denn macht, was wirklich, die wirklich Qualität haben. Also wenn das so ein Kitschding wird, dann ist das ein ganz dünnes Brett. Also das muss, wenn, dann richtig Niveau haben. Mhm. Okay. Gut. Es gab noch zur Nagelschmiedegasse eine Frage. Ja, es gibt noch zwei. Also es gibt noch zur Nagelschmiedegasse und zum Stiftsplatz. Fragen. Das eine ist, wie wird die Parksituation für die Anwohnerinnen sich darstellen in der Nagelschmiedegasse? Und die andere Frage zielt auf die Gestaltung des Stiftsplatz, also auf die Gestaltung des Parkplatz. Und ich nehme an, das beinhaltet auch die Frage danach, wie kann man da drauf und wieder runterfahren und wie eben die Hermannstraße gestaltet wird. Das ist, glaube ich, eine Frage an Herrn Hoffmann. Wie die Nagelschmiedegasse, wie wird das mit den Parkplätzen aussehen? Wir hatten ja zur Nagelschmiedegasse eine Bürgerinnenbeteiligung und da war das Parkplatzproblem schon ein ganz großes Thema und hatten uns dann in mehreren Abendveranstaltungen getroffen, auch mit den Kollegen der Verkehrsüberwachung und von der Straßenverkehrsbehörde, um Lösungsmöglichkeiten zu finden. Und haben einiges, was da vorgetragen wurde, erreicht. Und ein Hinweis war dann noch, wenn wir einmal die Nagelschmiedegasse hergestellt haben, dieses Verbindungsband quasi zwischen der Alfred-Trappen-Straße und der Treppenanlage, dann haben wir ja quasi den Klinker durchbrochen der Nagelschmiedegasse, dass man die hinterliegenden Parkplätze dann nochmal neu beurteilt und eventuell auch Bewohnerparken ausmacht. Das muss sich aber dann erst zeigen, dass wir hauptsächlich auch um den Parksuchverkehr reduzieren zu können. Da ja, muss man jetzt dann die Entwicklung weiter abwarten, um dann zu schauen, wie unser Tiefbauamt das dann bewertet.
Ja, vielleicht ein paar Bemerkungen noch zum Stiftsplatz. Also der wird ja jetzt nicht in diesem Zusammenhang mit umgebaut, aber die Zu- und Abfahrt wird neu geregelt. Also der Stiftsplatz wird auch in Zukunft von allen Richtungen aus anfahrbar und auch wieder abfahrbar sein. Also wir hatten ja zwischendurch mal Planungsvarianten, die nur eine Rechts-Rein-Rechts-Raus-Lösung sozusagen vorsahen. Also es sind wieder alle Fahrtmöglichkeiten dann in Zukunft offen. Es wird so sein, dass man vom Stiftsplatz direkt an die Fassstraße erstmal nur nach Süden abfahren kann. Wenn man nach Norden rausfahren will, fährt man ein Stückchen über die Hermannstraße und dann über den signalisierten Knoten. Und ich kann von Süden durch einen eigenen kurzen Linksabbieger vor der Hermannstraße auf den Stiftsplatz fahren. Und von Norden kommt, kann ich natürlich direkt über die Hermannstraße dann, also rechtsabbiegend in die Hermannstraße, und von da aus gibt es dann einen Durchschlupf, sozusagen eine Anbindung an den Stiftsplatz, dann auf den Stiftsplatz gelangen. Also wie gesagt, es wird die Möglichkeit sein, von allen Richtungen den Stiftsplatz anzufahren und auch wieder in alle Richtungen wegzukommen. Ja, vielen Dank. Da Schulten, gibt es noch weitere Fragen oder waren das jetzt alle? Ich habe jetzt noch eine Anmerkung zu der höheren Mauer da am Stadteingang. Und da gab es eben, oder da gab es den Hinweis, dass wenn man die Mauer höher macht, dass es so eine Sichtbarriere entsteht und dadurch auch eine größere Unsicherheit auf dem Platz ist. Und das wurde dann ergänzt damit, dass man einfach dann auch eine Absturzsicherung bauen muss, wenn man die Mauer hoch macht, weil dann sich natürlich auch Leute verletzen können. So, dann gibt es jetzt gerade noch eine, die habe ich noch nicht gelesen. Genau, da ist jetzt nochmal die Anmerkung, dass, oder die Frage danach, dass die Teilnehmerin irgendwie im Kopf hat, dass die Hermannstraße zur Fußgängerzone umgebaut werden würde und ob das einfach nicht mehr geplant ist. Ja, es gab in der Tat solche Diskussionen, aber das hat man verworfen. Ja, dieses erste Teilstück, was auch wichtig ist zur Erschließung des zentralen Bereiches und wie gesagt vor allen Dingen auch zur Erschließung des Stiftsplatzes, wird nicht Fußgängerzone. Okay. Ja, dann waren das erstmal die Anmerkungen und Fragen. Und es gibt noch jemand, der seinen Unmut darüber äußert, dass die E-Roller auf dem Bürgersteig liegen. Aber da kann man einfach mit Gestaltungsmaßnahmen jetzt auch nicht viel machen, sondern vielleicht eher eine Verhandlungssache mit den Anbietern. Ja, das ist, also wir sind ständig im Austausch mit den Anbietern und am Nachsteuern. Also wir haben ja gerade im Bereich Phoenixsee jetzt bestimmte Flächen ausgewiesen, wo die eigentlich nur noch abgestellt werden dürfen. Aber ich sag mal so, mit planerischen Mitteln kann man dem nicht vollständig beikommen. Das Problem sind auch nicht so sehr die Anbieter, sondern die Nutzer. Also die Anbieter haben auch nur bedingt Möglichkeiten, auf die Nutzer tatsächlich wirklich durchzugreifen, weil derjenige, der das Gefährt abstellt, muss nicht unbedingt derjenige sein, der das dann unordentlich irgendwo verteilt, sage ich jetzt mal. Man sieht sehr häufig Jugendliche in ihrem Übermut eine ordentlich aufgestellte E-Scooter-Reihe dann umtreten, aber es wird eben auch viel einfach schlecht abgestellt. Also da ist noch ganz viel sozusagen Erziehungs- und Nachsteuerungsbedarf auf Nutzerseite erforderlich. Wir sind an den Themen dran, aber das wird man auch nie vollständig in den Griff kriegen. Darf ich noch was fragen? Natürlich. Eine letzte Frage. Okay. Eine letzte Frage, genau. Eine Frage bitte. Also erstens nochmal eben zu dem Stiftsplatz. Ich frage mich wirklich, da war ja mal ein Kloster, da kommt der ganze Name Stift, ja, und alles heißt irgendwie Stift, ja. Warum heißt dieser Platz nicht Stiftskirchplatz? Denn es ist ja schließlich die Stiftskirche. Und warum pflanzt man nicht alle 5 Parkplätze eine kleine schöne Dachplatane, wie in Frankreich? Und schon hat man, ohne Millionen auszugeben, einen wunderschönen Platz, auch wenn Autos drunter stehen. Kann man noch einen Spendenaufruf machen
40 Bäume, 40 Bürger. Ja, das Bürger. Ist, Herr Brecke, glaube ich, keine Frage jetzt vordergründig jedenfalls von Geld. Es gibt immer noch Überlegungen, den Stiftsplatz auch noch mal zumindest teilweise zu bebauen, also eine Randbebauung zu machen. Das ist noch nicht entschieden, was da tatsächlich letztendlich mal dann passiert. Und ja, wenn es für 10 Jahre ist, ist auch schon schön. Gut. Gut, das nehmen wir mal als Anregung mit. Danke. Ich möchte noch eine Abschlussfrage stellen. Und zwar, welche Rolle spielen die Erfahrungen jetzt aus dem Umbau der Stadt, der Fassstraße tatsächlich für den Stadtumbau in Dortmund und für die Beteiligung tatsächlich an Stadtplanung, an Stadtplanungsaufgaben und Verkehrsplanungsaufgaben, Herr Sagolla? Ja, ich sag mal, dieser Beteiligungsprozess und vor allen Dingen auch der Verkehrsversuch haben ja gezeigt, dass man daraus eben Erkenntnisse gewinnen kann, bevor man ganz viel Geld in so einen Umbau steckt und Planung auch nachbessern kann. Also von daher war das gut, auch dass wir diesen Aufwand getrieben haben mit dem Verkehrsversuch. Wie viel jetzt sozusagen von dieser Querschnittsgestaltung dann mal auch Vorbild wird für andere Planungen, da können wir jetzt noch nicht endgültiges Urteil drüber fällen. Also der Verkehrsversuch war ja noch nicht 100% das, was jetzt tatsächlich draußen realisiert wird. Ich habe ja gesagt, wir haben Maße noch mal etwas geändert, aber auch dann die gebaute Wirklichkeit ist ja viel, viel qualitätvoller, wenn jetzt die Straße fertig ist und vor allen Dingen dann das Baumgrün auch da ist. Und das ist ja alles dann auch mit ein Element für das Verhalten, was sich dann einstellen wird. Also wenn die Radspuren durchgefärbt sind und diese Rauigkeit auf der Linie ist, das führt auch nochmal nach unserer Einschätzung zur Verhaltensänderung. Das muss man erstmal eine Zeit lang sozusagen sich anschauen und gucken, wie sich das bewährt vor Ort und dann Schlüsse daraus ziehen und gucken, ob das tatsächlich eine Blaupause wird für andere Straßen in Dortmund. Also wir werden es sehr, sehr interessiert natürlich beobachten, aber erstmal muss er jetzt wirklich fertig werden und dann muss man mal eine Zeit lang schauen, wie das Verhalten tatsächlich draußen ist und dann kann man Schlüsse ziehen. Ja, vielen Dank, Herr Sagolla. Ich freue mich über die lebhafte Runde und die vielen Informationen und Inputs, die jetzt tatsächlich nochmal erfolgt sind. Und ich freue mich auch, dass ich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier auch nochmal, wenn auch nicht im Bild, so doch sichtbarer habe und freue mich auch über die zahlreiche Teilnahme an der Veranstaltung. Thomas Weiland? Wir waren in Spitzenzeiten über 60 Personen hier an der Veranstaltung beteiligt. Das finde ich auch schon sehr phänomenal, muss ich sagen. Vielleicht noch eine Abschlussfrage, ob man sich die Animation im Anschluss nochmal anschauen kann. Ja, kann man. Also einerseits wird ja diese Veranstaltung auf YouTube zu sehen sein und wir werden auf unserer Webseite www.hörder-stadtteilagentur.de auch noch weitere Materialien, also weitere Animationen, die sozusagen nochmal stärker ins Detail auch gehen, präsentieren können. Ich denke mal, dass wir spätestens Anfang nächster Woche das dann auf unserer Seite haben werden, sodass Sie dann mit mehr Material nochmal weiter in die Tiefe gehen können. Mein Dank würde jetzt auch nochmal an die Experten und Expertinnen gehen für den heutigen Abend und sozusagen für das wortgewaltige Einstehen, für alle Inhalte, die wir hier präsentieren konnten. Und es geht natürlich auch nochmal ein Dank, das hatte Jutta Sankowski eben schon vorweggenommen, an die Damen und Herren beim Katasteramt, die diese Präsentation, diese Animationen eben halt gemacht haben. Ich glaube, das muss man eigentlich in dem Zusammenhang auch nochmal wertschätzen. Ich sehe jetzt noch in den Chat rein. Genau, es gibt eine Seite Zeiträume Ruhe, wo jemand etwas zu Hirsch geschrieben hat, Hörder Fackel. Genau, das ist vielleicht nochmal ein Hinweis für Herrn Preckel oder die, die sich mit dem Wandbild beschäftigen werden. Das letzte Wort gehört dir, Brigitte. Ja, ich möchte nochmal als Ausblick darauf hinweisen, dass das bestimmt nicht die letzte Veranstaltung in einem solchen Format ist, die wir durchführen. Falls Sie Anregungen haben, ich nehme jetzt gerade schon mal sehr gerne entgegen die positiven Rückmeldungen, die jetzt gerade im Chat auch auftauchen. Wir nehmen das als Ansporn, dass wir mit ähnlichen Formaten
und dann aber hoffentlich auch bald wieder leibhaftig mit Ihnen auch diskutieren können und auch feiern können in Hörde und uns auf öffentlichen Plätzen und in öffentlichen Räumen und auf der Fachstraße begegnen können. Und ich möchte mich auf jeden Fall nochmal bedanken bei allen Expertinnen und Experten, die hier heute auch für uns zur Verfügung standen und ihre Fachlichkeit hier eingebracht haben. Ja, vielen Dank an alle, auch an die Technik im Hintergrund und bis bald. Und wir brauchen ja nicht zu wünschen, kommen Sie gut nach Hause. Das machen wir normalerweise, kommen Sie gut nach Hause. Genau. Sind ja alle schon zu Hause. Bleiben Sie gesund. Genau. Okay. Danke. Bis bald. Tschüss. Tolle Leute in Hörde. Muss so, ich schon sagen. Ist sowieso. Ja. Nee, echt. Also freue mich richtig, dass wir da das Büro aufgemacht haben und nicht woanders in Dortmund.